No aurista kuului se palkan tahti ja lakaipo hikutti. Ievän eikö se tyttö se vahti, vaan kyllä hän leväsi jo kutti. Sillä ei meitä silloin kielo haittaa, kun me tanssimme laijasta laita. Sali vili kipput tukku, täppyyt äppyt tipput hiljalleen. Ei voi, ei voi, ei voi, ei. Ievän suu oli vennään sillä, kun ihmeeseen tänne kaivattiin. Pää oli märkänä joukkisella ja viulut ne pikkuja vaivattiin. Ei tätä poikoo merkis haittaa, silloin kun laskoo laijasta laijaa. Sali vili kipput tukku, täppyyt äppyt tipput hiljalleen. Schönen guten Abend. Da hätte ich ja beinahe vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Das habe ich ja noch nie. Das habe ich ja noch nie vergessen. Einen wunderschönen guten Abend. Ah, Little Mai. Hey. 18th Daedric Prince Bloody. Bloody Death, bist du das? Ist das ein neuer Name von dir oder ist das jemand anderes? Auf jeden Fall... Daedric Prince Bloody klingt sehr, sehr geil. Little Mai natürlich auch. Alles Wunderbare. Ich bin's. Er ist es. Er kann sich nicht verstecken. Der Name Bloody haftet an ihm. Wie die Biene am Honig. Sehr schön, dich im Chat zu sehen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an euch alle. Mua. Mua. Standing Ovations von meiner Seite. Aber ich stehe jetzt mal besser nicht auf. Sonst ist das wieder ein... Kabelsalat und ich reiße mit dem Kabel meines Kopfhörers bestimmt wieder alles um.
So Leute, jetzt wird erstmal hier ein ordentliches Krombacher Radler gesoffen, oder was? Hallo Annika, hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass du da bist. Dankeschön, dass du wieder unserer wunderbaren Runde beiwohnst. Freut mich sehr. Gibt ja 17 dätrische Prinzen und ich zähle mich gern dazu. Welcher dätrische Prinz bist dann du, Bloody? Also von was? Also so Sheogorath, der Prinz des Wahnsinns, Jigalak, Jiggle Jiggle, der Prinz der Ordnung, weil beim Jiggeln muss Ordnung herrschen. So sieht's aus, aber das lassen wir nicht zu. So, ich würde mal sagen, wir stoßen an, mit was ihr auch immer vor euch stehen habt. Ich habe gerade noch Kronk geschaut und ich muss sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zuschaut und nicht dem lieben Kronk. Das ist eine große, große Ehre für mich. Annika, besonders bei dir, ich weiß ja, dass du auch gerade den lieben Erik Range geschaut hast und dass du dich jetzt für den Erik Erhard entscheidest, ehrt mich sehr, wo wir gerade von Ehre sprechen. Auf dich! Das müssen wir noch herausfinden, dafür hatte ich noch keine Zeit, das zu überlegen. Okay, wir finden bestimmt etwas für dich. Irgendein Department ist für dich bestimmt genau das Richtige. Da bin ich mir absolut im Klaren drüber, da bin ich absolut überzeugt. Captain Fine, ahoi! Arr, da ist der Captain wieder an Bord, Leute. Sehr, sehr nice. Dankeschön, dass du zuschaust, das freut mich sehr. Ich habe noch Wasser und Toast und gleich schnapp ich mir dann rum. Das wäre doch was. Du könntest der dätrische Prinz des Wassers, Toastes und Rums sein. Wie wär's damit? Trink bitte einen auf Edna und Harvey. Ich trinke auf Edna und Harvey. Leute, wenn ihr nicht wisst, von wem ich rede, spielt Edna und Harvey The Breakout, beziehungsweise Edna bricht aus. Das Kult-Adventure aller... Das Kult-Adventure schlechthin. Wir müssen das auch definitiv irgendwann noch streamen. Wir haben gerade erfahren, weil die meisten Leute haben bei diesem Spiel irgendwelche Java-Crashs. Und ich glaube, die haben das jetzt gefixt. Das wäre eine der absolut großartigsten Neuigkeiten, gerade für Little Mai. Und weil Little Mai das Spiel nicht spielen konnte, und das ist sehr, sehr traurig. Dann lieber der dätrische Prinz des Alkohols. Oh, ich glaube, um den Titel streiten sich dann aber viele mit dir, Bloody. Das würde passen, aber das ist ja schon Sanguine. Ja, na gut, aber Sanguine steht auch für einfach Ausschweifung, oder? So allgemein. Wobei, ja, ich denke, das Sanguine würde dir ein bisschen Trouble machen. Der wird das bestimmt für sich beanspruchen wollen. Hey ho, yes, Jesse. Mua. Herzlich willkommen in unserer illustren Runde. Ich trinke auf euch, Leute. Prost. Back with Serana. Hallo zusammen. Ja, Juli. Hab dich gerade gar nicht gesehen, weil du die gleiche Farbe hast wie der Daedric Prince Bloody. Also Alkoholiker bin ich definitiv. Alles klar. Beste Voraussetzungen. Aber ich glaube, dass Sanguine dich ziemlich unter den Tisch saufen wird. Ja, da geht's schon los, da geht schon der Beef los. Was hat Bloody dann für einen Namen? Es gibt nur 17 Daedras und mich. Ja, also der Bloody hat gerade gesagt, er möchte gerne der Daedric Prince of Alcohol sein, aber da wird sich sicherlich dein Onkel Sanguine wird sich damit ihm battlen wollen. Beziehungsweise du, weil du ja auch so etwas wie eine daedrische Prinzessin bist. Die daedrische Prinzessin der Untoten, habe ich doch mal lauten hören. Ich weiß, dass es 18 daedrische Prinzen gibt, deswegen bin ich ja der 18. daedrische Prinz. Was? Ich zähle mich halt gern dazu. Hä? Okay. Sehr interessant, was hier wieder ans Tageslicht dringt. Das ist sehr, sehr... intriguing, sag ich mal. Ich bin aktuell lieber Lucifer als ein daedrischer Prinz. Alles klar. Den brauchen wir auch in der Runde. Hallo? Wir können hier nicht einfach nur daedrische Prinzen haben und daedrische Prinzessinnen und Charaktere aus den Moomins, Little Mai, ne? Ich schau dich an. Lucifer muss auch dabei sein. Lucifer ist generell überall dabei. In allem lauert der Teufel, meine lieben Freunde. Ich weiß, dass meine Mutter der daedrische Prinz des Alkohols ist, seitdem sie in der Entzugsklinik war. Oh, that escalated quickly, Jesse. Das wurde ganz schnell sehr
sehr ernst in diesem Chat. Ich glaube, wir sollten anfangen mit dem Spielen, habe ich gehört. Sonst nimmt das noch überhand hier. Ja, da ist schon jemand schockiert. Leute, ich habe extra ruhige Pianomusik in den Hintergrund gespielt. Was ist denn los? Und auf einmal wird hier schon wieder gebettelt und harte Fakten rausgehauen. Aber so ist es halt bei uns. Bei uns ist alles möglich zu jeder Zeit. Und ja. Ehrlichkeit währt am längsten. Ich finde, was ist denn jetzt schon wieder mit meiner Webcam los? Manchmal ändert diese Webcam irgendwie ihre Farbe. Ja, jetzt kehrt die Farbe zurück. Aber irgendwie, ja, schon wieder. Was ist denn los? Was ist denn los hier? Ich glaube, das Was ist denn los, der am meisten gesagte Satz in meinen Let's Plays ist. Pianomusik triggert mich. Das tut mir sehr, sehr leid, Jesse, dass dich das triggert. Mich auch. Ah, diese scheiß Pianomusik. Dabei wollte ich heute nur gemütlich essen und trinken. Und da werde ich gleich wieder gefrontet. Ach, mach dir nichts draus. Automatischer Weißabgleich. Ausschalten ist am besten und manuell einstellen. Automatischer Weißabgleich. Ach, egal. Ich lasse es mal heute, aber danke für den Tipp. Warte mal ganz kurz. Vielleicht kann ich das ja gerade ändern. Lull. Mal ganz kurz gucken. Automatischer Weißabgleich. Pufferung. Bla. Ja, komm. So wichtig ist es ja auch nicht. Die meiste Zeit ist es ja gut. Bier und klassische Musik geht doch nicht. Ach komm. Das geht. Heute geht das. Ich kann ja auch ein bisschen Heavy Metal das nächste Mal im Hintergrund laufen lassen, aber dann hört er mich wahrscheinlich nicht mehr. War nur ein Tipp, mach nichts kaputt. Ja, ich lass es mal lieber. Bloody, du bist halt unser Sandsack, aber wir haben dich lieb, nimm's nicht zu ernst. Ja, Bloody, ganz ehrlich, wir sind echt froh, dass du da bist. Bist ein cooler Typ und lass dir ja nichts anderes erzählen. Aber Skyrim Aria, du kannst gern eine angeheiratete dätrische Prinzessin von Sheo sein, aber ich bin eben der 18. dätrische Prinz. Alles klar, Leute. Kloppt euch drum. Und ich bin schon am Aufstoßen hier. Da bekomme ich die Sims-Vibes. Oh. Okay, ich nehme es zurück. Alles klar. Bevor hier noch mehr Vibes herumschlendern und herumwabern. Ich habe wieder das Licht im Gesicht. Sehr schön. Würde ich mal sagen, wir stoppen einfach mal die Pianomusik. Und gehen zum Spielen über. Wie wär's? If you wanna be a Daedra. Was ist jetzt los? Alter. Was? Oblivion will now detect your video hardware and set video options accordingly. Was willst du mir jetzt... Was? Willst du mich verarschen oder was? Du sollst doch jetzt nicht hier... Warum? Warum? Ja, bist du deppert oder was? Mach das einfach mal. Das gibt's nicht, ey. Setzt einfach mal alles zurück. Jetzt muss ich alles neu einstellen. Sauerei. Alles klar, Leute. Ich gehe in die Live-Scene. Performance-Modus wäre wahrscheinlich sehr gut. Und Play. Ah, endlich wieder zurück in Oblivion. Ich bin noch ein bisschen gestresst von Outlast, Leute, deswegen spiele ich das heute nicht weiter. Well, look who's here. You. How about that? Nilu Pilu, herzlichen Dank für deinen Follow. Willkommen im Kanal des Wahnsinns. Was hast du denn da gerade geschickt? Yay! Wir haben wieder ein Unicorn-Herz von Annika bekommen. Dankeschön, Annika. Gerne doch. Nilu Pilu, herzlich willkommen. Very awesome, dass du hier bist. Ein Toast auf dich. Ich habe zwar keinen Toast hier, aber ich hoffe, das Bier tut's auch.
18th Daedric Prince Bloody. Ha, und wovon träumst du nachts? Von mir. Ja, wer kann nicht von Juli träumen? Ganz ehrlich. So, dank diesem Spiel und diesem wunderbaren Launcher muss ich jetzt alles nochmal checken. Ja, komm, Shadows braucht kein Mensch. Shadows zieht irgendwie am meisten Energie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich mach's mal runter. Ja, komm. Bla. Wird schon laufen. So, wo sind wir denn überhaupt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ach da, das war, glaube ich, das Letzte, ne? Ja. Captain Fein, 100 Bits. Was ist denn hier los? Dankeschön. Meine Grüße an den Captain. Tut das Not? Wie lange streamst du schon? Seit wann gibbe dich hier? Ich streame tatsächlich erst seit Dezember, oder? Ich glaube Dezember. Also Let's Plays auf YouTube habe ich ein bisschen früher angefangen letztes Jahr, aber ja, streamen ist noch nicht lange. So, ja, das letzte Mal waren wir hier auf diesem wunderbaren Aussichtspunkt, wo man sich so schön hinsetzen kann und hier die weite Ferne der Shivering Isles bestaunen kann. Ihr könnt mir mal gleich, habe ich das, was ist das hier? Kann ich das noch tragen und verkaufen? Ja, aber hallo. So, das wird alles verscherbelt. Da hinten sehen wir Neu-Sheot. Ich werde mal ganz kurz hier nächtigen, damit wir das in voller Pracht sehen können. So wie ich. Ach cool, du bist auch erst so kurz dabei. Das ist ja super. Ein Berliner? Wie kommst du jetzt auf Berliner? Das Phänomen Träume sind ein Thema für lange Nächte am Lagerfeuer mit Alkohol und Liegestützen. Liegestühlen im Sommer. Ja, das Phänomen Träume definitiv nur bei Liegestützen. 25 Einhornherzen. Ich wollte gerade sagen Einherzhörner. Einen Abend zusammen. Danke, Jeb Ruli. Herzlich willkommen. Hey ho. Herzlich willkommen. Du bist mega sympathisch. Oh, danke schön, Nilupilu. Vielen herzlichen Dank. Das bedeutet mir sehr viel, wirklich. Dankeschön. Liegestützen am Lagerfeuer. Im Lagerfeuer. Wer macht es nicht gerne? Wer kennt es nicht? Hallo? Am Lagerfeuer. Aber im Lagerfeuer fände ich doch ein bisschen interessanter, Linupilu. So. Leute, ruckelt irgendwas? Ist es ordentlich verschwommen, wie immer? Alter, was ist denn hier los? Oh, holy shit. Was geht mit diesen Bäumen ab? Moment, also das geht ja gar nicht. Das ist ja ein Detailgrad, der ist ja zum Davonlaufen. Moment, das geht gar nicht. Warum hat das alles zurückgestellt? Ich verstehe es einfach nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, mindestens so muss es doch sein. Hallo, also bitteschön. Warum schleichst du jetzt auf einmal? Geht's noch? Hallo? Hackt's oder so? Zieh durch! Bumbly386, herzlich willkommen! Ja! Liegestützen im Lagerfeuer klingt nach Morgensport eines Daedra wie mir. Absolut. Richtig hardcore. Das brennt dir den Hintern weg. Oder was anderes. Weil du machst ja nicht rückwärts Liegestütze. Ja, es kommt darauf an, wie erregt du bist. Ob es dir schnell wehtut oder ein bisschen später. Das kann ich dir schon mal sagen, Bloody. Das Lagerfeuerlied und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt jetzt doch ganz einfach mit. Was ist das denn? Da gibt's wenigstens Motivation, schneller zu machen. Ja, definitiv. Bam, bam, bam. Habt ihr das neue Haus schon besichtigt? Nein, das werden wir jetzt tun. Da hinten liegt Neu... mach mal die Fackel aus, Alter. Da hinten liegt Neu-Sheot, das ist die fleißige Biene Jessie. Und ich würde mal sagen, wir suchen das Haus, oder? Wir müssen das Haus suchen, damit wir endlich einen Stauraum in den Shivering Isles haben. Ihr könntet mir mal ganz kurz ein Feedback geben, Leute, wie das hier läuft gerade. Während ich hier den Moonwalk mache, den Berg runter. Beziehungsweise den Sidestep Dance, den ich schon in Morrowind erfunden habe. SpongeBob, wie, was ist das? Ich will mein Haus sehen. Ich weiß, wo dein Haus... Au, Alter. Ich weiß aber nicht, wo dein Haus wohnt.
Das müssen wir erst finden. Erik, du kennst das Lagerfeuerlied nicht. Nein, kenne ich nicht. Tut mir leid. Läuft gut. Alles klar. Voll traurig. Ja, also das kennt ihr alle. Nur ich wieder nicht, ne? Das ist ja typisch für mich. Ich könnte auch über die... Ah, da ist der Barleybock. Kochen mit dem Barleybock. Nein. Ich habe gerade, glaube ich, einen Skalon gehört. Und Skalone mag ich nicht so gerne. Aber ich habe diesen geilen neuen Zauberspruch. Der zieht jeden Vieh direkt ordentlich ab. Und dann können wir draufkloppen und dann ist es platt. Achtung, passt auf. Geht jetzt viel schneller. Ja, aber nur kurze Zeit. Aber wenn wir es nochmal machen... Achtung, dann ist es tot. Sehr schön. Wo ist der Skalon? Ich bin vorbereitet. Was liegt denn hier rum? Ein Gnarl. Hallo, Herr Knorz. Tja, ich... Ah, da bist du. Hi. Voll daneben. Lol. Komm, spring ins Leere. Ah, verdammt. Mach ihn platt. Schnell, schneller, schneller, schneller. Das muss schneller gehen. Der macht mich platt. Shit, 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 shit. Shit, geh doch weg. Was machst du denn? Oh, Mann, diese Skalone. Ich sag's euch. Skalone sind wirklich das Unterste vom Unteren. Echt. Kann ich nicht haben. Kann ich echt nicht abhaben. Ja. Oh, ich hab gedacht, voll daneben. Shit. So, Ruhe. Jetzt flext er wieder hier mit seinen Bauchmuskeln, der Alte. So, weiter geht's. Arunja, herzlich willkommen, meine Liebe. Ist nicht dein Ernst. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Nee, ich weigere mich. Ich weigere mich. Ich will nichts mit dir zu tun haben, okay? Tschüss. Ich kämpfe nicht gegen zwei Skalone. Ah, wunderschön da drüben. Einfach wunderschön. Läuft der Stream gut bei allen? Können alle den Stream genießen? Ich habe ein paar Beschwerden bekommen, dass man ein bisschen alles so ein bisschen ruckelig sieht. Aber nur von manchen. Also ich glaube, bei den meisten läuft es gut. Ihr könnt mir ja mal so ein bisschen Feedback geben. Wenn ihr es nicht mehr genießen könnt, das ist der Punkt, wo ihr euch melden müsst. Der alte Flexer. So sieht's aus. Alles super. Yeah. Läuft gut. Yes. Dankeschön. Oben rechts ist eine komische Bildstörung. Ja, ganz komisch, oder? Irgend so ein komischer Dude, der sich da... Ach, der Britauer. Dich muss ich eh noch umbringen. Du musst eh noch durch meine Hand sterben, mein Freund. Läuft supi? Also bis jetzt alles supi. Mache nebenbei mein Bild. Ja, nice. Ach da, wisst ihr noch? Das tragische Schicksal des Hirus Clutumnus. Das war ein Bild für die Götter, ganz ehrlich. Warum bin ich denn jetzt in Crucible? Ich hoffe, dass das Haus nicht in Crucible ist. Ich guck mal kurz auf die Karte. Vielleicht kann man ja in Crucible und in Ma und in Bliss ein Haus finden. Okay, wir suchen mal die Stadt ab und wenn wir es nicht finden, dann müssen wir, glaube ich, das Internet bemühen. Okay, wir gehen mal nach Bliss. Hier scheint nichts zu sein. Wie geht's dir, Arunja? Wie geht's euch allen? Wie war euer Tag? So. In Crucible kann uns keiner mehr leiden, weil wir die Flamme von Argnon für Bliss, also für Mania, gezündet haben. Aber in Bliss mag uns jeder. Der zum Beispiel, der mag mich voll. Speak, mad woman. Ja, genauso will ich angesprochen werden. So sieht's aus. Take care. Aber die liebt uns. Pass auf. Speak, Citizen. Was? Hallo? Kann ich hier mal ein bisschen appreciated werden? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Das letzte Mal, als ich hier durchgelaufen bin, haben die mich alle angebetet. Hey yo, ich bin gerade busy mit Uni-Stuff, aber ich lasse dir mal einen Lurk da. Oh, vielen Dank, Isain. Das ist ja super, dass du reinschaust. Mua. Herzlich willkommen. Oh, Arunja, du lässt ja hier echt die Party knallen. Was ist denn los? Dankeschön. 300 Bits fliegen durch die Gegend. Yeah.
Yeah, baby, yeah. Behave. Läuft gut, ja. Genießen eher weniger bei Arya's Saltiness. Will mich weder als Daedric Prince anerkennen, noch meine Saufgelage mit Sheo unterstützen, obwohl ich sie als daedrische Prinzessin anerkenne. Ach, was soll das sein? Ganz gut soweit. War ein seltsamer guter Tag. Okay. Es war kein seltsam guter Tag, es war ein seltsamer guter Tag. Darunter versuche ich mir jetzt was vorzustellen. Wo ist das Haus? Wo ist mein Haus? Choosy Beggar. Missing Pauldron. Big Head's House. Missing Pauldron. Books of Bliss. Orenthal. Thaddeus House. Books of Bliss. Tove the Unrestful's House. Okay, das ist nicht hier. Ich gehe mal raus. Ja. Reg mich mal nicht auf. Das letzte Mal haben nämlich... Ich hasse Valentinstag. Ach, hi. Why are you here? Captain Fine, hostet mit einem Zuschauer. Ja, super, dankeschön. Happy Doomsday. Genau so sieht's aus. Ich guck mal auf die Weltkarte. Vielleicht entdecken wir es ja irgendwo. Es könnte ja sein. Split. Brellach, da waren wir auch noch nicht. Was ist denn in Brellach? Irgendwas ist in Brellach, Leute. Ich weiß es aber nicht mehr, was es war. Ja, schöne Scheiße, das ist nicht hier. Verdammt. Ich glaube, wir müssen irgendwie im Internet gucken. Ach, scheiße, ja, danke, habe ich voll verrafft, dass Valentinstag ist. Ja, pff, wen juckt's, ganz ehrlich. Also, ich war heute mein eigener Valentin, so sieht's nämlich aus. Ist ein Tag wie jeder andere. Das Besondere für mich an diesem Wochenende war, dass ich nach langer Zeit mal wieder meine Eltern besucht habe. Ich hoffe einfach, ihr habt ein wunderbares Wochenende gehabt bis jetzt. Und jetzt machen wir gemeinsam weiter. Yeah, ich freue mich. 15 Leute sind da, was ist los? Hallo! Vielen herzlichen Dank auch, dass ihr nicht Gronkh zuschaut, der glaube ich auch gerade unterwegs ist. Aber echt, Valentinstag braucht keiner. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich meine, ist doch schön, wenn ihr es feiern wollt mit eurem Liebsten, dann macht das, aber es ist definitiv noch nie mein Ding gewesen. Für mich ist irgendwie jeder Tag ein besonderer Tag und das sollte man halt einfach... Jeden Tag sollte man genießen wie den letzten, so sieht's aus und das machen wir heute Abend auch. Meine Frau denkt genauso. Dass Valentinstag keiner braucht, alles klar. Wir lieben uns jeden Tag. Das ist sehr schön. Genau das will ich hören. Das erwärmt mein Herz. Adunkra hat ihn auch noch nie gefeiert. Wow! For everyone. Holy shit! Woo! Little Mai hat gespendet. 5 Euro, bist du wahnsinnig? 5 Euro gleich, dankeschön. Wow! Muah, muah, muah. Vielen herzlichen Dank, Little Mai. Denise, du bist ja wahnsinnig. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, dankeschön. Ich pack den Tag nicht. Wenn man sich lieb hat, dann sollte man nicht nur einmal im Jahr an jene Person denken. Exactly. Das ist genauso wie diese Familienfeiern zu Weihnachten. Kennt ihr die? Wo alle auf einmal zusammensitzen. Ich hatte das früher mit einer Ex-Freundin. Da war irgendwie andauernd so grande Familia. Und schön und gut, aber die sind dann zusammengesessen. Die haben das erzwungen, dass alle zusammenkommen müssen. Es gibt kein Entrinnen. Weißt du, du kannst dich nicht drücken. Und dann sitzen die da und machen einen auf große Familie und alle haben sich lieb und wir feiern immer Ostern und Weihnachten zusammen und gehen zusammen essen, weißt du, und dann kriegst du mit, wie sich trotzdem die Grüppchen bilden. Dann sitzen die einen in der einen Ecke und lästern über die in der anderen Ecke. Ich hab's live mitbekommen. Das ist doch immer so. Ganz ehrlich, warum muss man die Leute zwingen, zusammenzusitzen? Familie ist eh keine Voraussetzung für irgendwelche Blutsbande oder irgendwelche, Liebe, sagen wir es doch, wie es ist. So, hast du zu dem Haus vielleicht eine Quest bekommen? Sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen rumgerantet habe, aber... Nein, habe ich nicht. Okay, Leute, ich speichere hier nochmal und gehe nochmal kurz raus und guck, ob jetzt... Weil das wurde ja eben wieder alles irgendwie zurückgesetzt. Eventuell ist jetzt diese Mod nicht mehr ausgewählt. Eventuell hat das jetzt die Mod wieder gelöscht. Wartet mal, ich gehe nochmal ganz kurz raus. Ah, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Wenn nicht, müssen wir halt im Internet gucken. Google ist unser Freund.
73 Stunden spielen wir schon. Hammer. Ach, bla bla bla, so Datafiles. Nee, New Shayoth Manor, da ist es. Ist das im Palast oder was? Ich hab keine Ahnung, Leute. Meine Ex hat viel Wert auf Valentinstag gelegt, aber ich habe ihr einfach immer was geschenkt, wenn ich Bock zu hatte und nicht, weil mir der Tag das vorschreiben will. Also gab's Valentinstag nur Rosen, damit sie beruhigt war, und die Geschenke gab's das ganze Jahr, wenn ich halt gerade mal eine Idee hatte. Ja, die Leute machen sich so einen Stress. Ich lieb's ja, Single zu sein. Einfach allein schon in der Weihnachtszeit, in der letzten Weihnachtszeit, als eh schon Corona war und die Leute bis auf die Straße standen in der Schlange, bis sie rein konnten, weil nur irgendwie drei Leute in den Laden konnten. Und ich laufe einfach ganz gemütlich durch die Straßen, alle sind gestresst und ich habe es einfach richtig genossen. Ach, fixen Harry vortäuschen, ab mit einem Buch auf Klo 8 Stunden lang. Das Haus steht ein bisschen außerhalb von New Shayoth. Also sollte sein, wenn es der Mod ist, den ich dir mal geschickt habe. Ja, ist es, Juli. 73 Stunden und das fast ausschließlich auf den Shivering Isles. The Elder Scrolls ist einfach so eine gute Spieleserie. Ja, es ist unglaublich. 73 Stunden, was ist hier los? Aber Beziehungen können auch was Schönes sein. Natürlich, Isain. Natürlich. Sagt kein Mensch, dass es nicht so ist. Definitiv. Und ich bin richtig, richtig happy für alle, die ihre Traumbeziehung führen. Für mich ist es halt einfach nichts. Ich habe nur schlechte Erfahrungen und ich brauche auch, selbst wenn ich Leute liebe, wenn ich Leute echt lieb habe, dann bin ich auch froh, wenn die wieder gehen, weißt du? Ich bin froh, wenn ich dann wieder einfach alleine bin. Ich genieße es, alleine zu sein. Also nachdem ich von meiner letzten Ex getrennt war, kleiner Real Talk, hatte ich dann ein neues Apartment gefunden und am Anfang hatte ich nicht mal ein Bett. Ich war auf irgendeiner billigen Matratze mit irgendeiner billigen Decke und einem kleinen Kissen auf dem Boden gelegen und es war der Himmel auf Erden für mich. So sieht's aus. Also meine Beziehungsvergangenheit ist toxisch as fuck. Und auf den ganzen Drama-Scheißdreck habe ich einfach keinen Bock mehr. So. Continue. Continue. Marnia is the home of mad artists und creative thinkers. Leute, da sind wir doch richtig, hallo? Also ich bin glücklich mit meiner Obsession für fiktive Charaktere. Damit kann ich gut leben. So sieht's aus. Also ich liebe es nicht, wieder Single zu sein, aber ich habe auf einmal so viel Geld übrig, ja? Kommt vor. Auch wenn mich die letzte Beziehung zum Ende hin mehrfach gemeuchelt hat, vermisse ich doch eine tolle Beziehung. Ja, als die letzte Beziehung bei mir zu Ende... Oh, ich muss dem Typen helfen. Holy shit. Leg dich doch nicht mit dem Mega-Knorz an. Warte auf mich. Oh Gott, ich bin gleich tot. Shit, ich bin gleich tot. Ja, jetzt kann ich nicht mehr zaubern. Komm, wir machen hier platt. Wir machen hier platt den Boy. Ey, das ist auch noch ein Nord. Straight to Sovngarde. Ey, du bist cool. Dankeschön. Wir sind doch auch ein Nord, glaube ich, oder? Ja, müsste so sein. Wir sind größer als alle anderen. So. Oh fuck, da ist es. Da ist es. Oh, geil. Mit Eingangstor. Mit Skyrim-Eingangstor, Leute. Was ist denn hier los? Oh, geil. Wartet mal ganz kurz. Ich heile mich mal kurz. Dann... Oh, ist das heiß. Ich freue mich. Da ist es. Oh, fett. Das ist ja mal geil. Oh, ist das geil, Alter. Oh, da ist eine eigene Statue. Wir haben einen Steg übers Wasser. Guckt euch alle mein Haus an. Hell yeah. Jesse, bist du das? Hey, du hast Azura im Vorgarten. Du hast Azura im Vorgarten. Wie geil ist das denn? Ich liebe Azura. Oh, Leute. Leute. Juli, ich liebe dich. Danke für die Mod. Saugeil. Jetzt bin ich stolz, diese Mod empfohlen zu haben. Ich bin ein toller Makler. Hast du super gemacht, Juli. Da ist es. Da ist unser Heim. Oh, ist das geil. Da hinten ist ein... Oh, ist das geil. Ich gehe gerade voll ab. Das ist nicht gespielt. Oh, können wir mittlerweile weit springen. Das ist ja heftig. Azura, da ist sie. Die liebe Azura. Barbusig steht sie da. Komm, das schaffst du. Oh, Alter, wir können mittlerweile so hoch springen und so weit. Ja, Knorz. Wir haben eine Knorz-Nachbarschaft da drüben. Da staunst du, ne? So ein schönes Haus hast du nicht.
Du musst dich da oben unter so einer Wurzel verkriechen. Und wir haben das hier. Ich hätte trotzdem lieber Sheogorath in nackt als Statue. Naja gut, Sheogorath-Statuen stehen hier ja überall. Nee. Nein, da ist er! Da ist er! Mit ausgefahrenem Stab! Da ist er! Ey, ey, Alter! Ich bin gerade so happy. Ich bin so happy. Mit einem sehr kleinen Blatt. Ich kann es gerade nicht sehen, aber da ist er. Unfassbar. Yes. Yes. Mit ausgefahrenem Wobberjack sitzt er da. Ich kann es kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Ja, klar, Captain Fine. Es ist so. Hast es doch gesehen. Wir haben alle den Stab gesehen. Da steht er mit seinem ausgefahrenen Stab. Erik 2021. Kann mal einer so eine Zitatensammlung machen? Juli, du schreibst doch immer die Zitate auf, oder? Ich hoffe, das machst du. Wenn nicht, starte bitte. Oh, das ist ja unglaublich. Was? Ich will da rein. Hallo? Oh, da chillst du manchmal mit Sheo. Guck doch mal das geile Ding an hier. Da kannst du mit Sheo chillen. So, Leute, ich hoffe den... Ich habe eben gedacht, das ist das Haus. Nein, das ist es. Boah, fett, echt. Wir haben Diener. Wir haben Diener. Ja, wer dient uns denn? Hallo, ich bin der neue Eigentümerin. Wir haben keine Diener. Tja, was soll man machen, ne? Aber wenn wir Diener haben, dann sind die sehr schön untergebracht. Also schaut mal hier. Schönes Feuer, fettes Brot, Ale, Bier haben sie, bisschen was zum Lesen, Darkest Darkness, sehr leichte Lektüre. Ach, wie geil, ey. Was liest denn der gerade hier? Die Biografie von Barentia, sehr nice. Barentia treffen wir vielleicht noch in Morrowind, wenn ich das weiterspiele. Oh, ich will hier nicht in den Sachen rumkramen. Diese Kerze ist irgendwie sehr suboptimal platziert, oder? Wenn man die Truhe aufmachen will. Also theoretisch hätte die jetzt auf den Boden fallen müssen und die ganze Hütte stünde in Flammen. Oh, geil. Oh, ist das geil. Oh. Alter, Leute, da geht mir gerade voll einer ab. Wir sind doch schon Jules Sklaven. Ja, sind wir, stimmt. Alle mit euch, alle in die Hütte. Ab in die Hütte mit euch. So, Leute, ein großer Moment. Ein großer Moment. Wir betreten gespannt unser Haus. Und finden dann hoffentlich auch den Schlüssel für unseren Wintergarten da hinten. Ich bin der neue Eigentümerin, Erik. Bitte schreib die Zitate auf. Ich brauche das. Ich brauche eine Zitatesammlung. Was? Leute, kann mal bitte einer googeln, wie ich an den Schlüssel komme? Hallo? Willst du mich verarschen? Jawohl, mein Herr. Juli ist unser aller Meister. Meine Diener haben doch bestimmt keinen Schlüssel, oder? Das würde mich irgendwie sehr wundern. Nein, ich klaue jetzt nicht das Gold meiner Diener. Die haben doch so wenig. Müssen sich hier mit Rindfleisch, mit abgegammeltem Rindfleisch und billigem Wein begnügen. Ab und zu mixen sie hier noch einen Trank zusammen. Konsole, auf die Tür klicken, unlock. Ja, aber ich möchte auch gerne auf natürliche Art und Weise da reinkommen. Sonst Schlüssel suchen. Der Schlüssel liegt in der Nähe des Hauses. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wo ist er? Den finden wir schon. Den müssen wir finden. Wenn jemand den Schlüssel sieht, laut schreien. Ein lautes Aaaaaah in den Chat schreiben. Ganz genau so. Hast du ihn da oben oder was? Hast du meinen Schlüssel? Nein? Wer hat meinen Schlüssel? Azura, hast du meinen Schlüssel? Der ist hier hinten versteckt, wart's ab. Der liegt hier hinten irgendwo drin. Oh, wie fett ist das denn? Wir haben unsere eigene Trainings-Area. Stirb, hölzerner Bube. So.
Hier vielleicht. Aha, aha. Waffengrundausstattung. Repairhammer nehme ich gleich mal mit. Sehr gut. Ach, schau mal hier. Tongs. Tongs müssen wir sammeln, oder? Ich glaube, irgendwer hat gesagt, dass es irgendwann eine Quest gibt. Oh. Well, look who's here. You. How about that? Nikki's Forge. Herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Follow. Ich freue mich. was ist denn hier los? Hentai, Kondom. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich schaue ganz kurz nicht hin und schon habe ich Kondom, Hentai, Senpai im Chat stehen. Auf natürliche Art und Weise da reinkommen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn du die genaue Position möchtest, musst du die README-Datei lesen. Ich habe keine README-Datei gelesen, ach fucking shit. Also ohne Kondom? Ja. Screams in Hentai. Ganz ruhig. Nikki's Forge. Hi. Was geht ab? Ach, kommt schon, Leute. Könnt ihr mal gucken, wo der Schlüssel ist? Kann das irgendjemand mal recherchieren? Ich brauche euch, Leute. Ich brauche Infos. Hier, im Brunnen ist er. Ich habe ihn definitiv im Brunnen versenkt. Ah, was haben wir denn hier? Nicht mal das kann ich aufmachen. Ich kann hier gar nichts. Ich bin nicht berechtigt, irgendeine Handlung auszuführen. Die Quest findest du irgendwo in Bliss oder Neu-Sheot mit den Zangen. Okay, gut zu wissen. Hentai Senpai Standby. Und es ist wieder Abend. Duskfang, unsere Sonnenuhr, unser Sonnenuhrschwert. Tja, gut, dann würde ich mal sagen, speichere ich nochmal ab und gehe nochmal raus. Beziehungsweise... Ja, mein Gott, wo habe ich das jetzt installiert? Okay, wartet mal ganz kurz. Ich checke das mal ganz kurz in Google ab. Ihr könnt ja auch mal gucken, vielleicht seid ihr schneller als ich. Ja, das ist ja doof. Wo ist der Schlüssel? Ich brauche den Schlüssel. Und ohne den Schlüssel zu finden, der das aufschließt, was wir nicht haben, was er aufschließt. Master Gibbs. Wer ist Master Gibbs? Kenne ich nicht. To get the house, you only need to find the key. It is hidden nearby. If you want the exact location, check the end of the README. Ich hab keine Ahnung. Master Gibbs ist aus Fluch der Karibik. Zugpfosten. Zugpfosten? Master Gibbs ist Zugpfosten? Also Fluch der Karibik zu Pfosten. Den Film kenne ich noch gar nicht. Ist das der neue? Ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich natürlich wieder, wer Master Gibbs ist. Ich habe dich gerade entdeckt und wollte bei dir reinschauen. Und du hast schöne lange Haare. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die gehen sogar noch weiter nach unten. Ich glaube, das sieht man gerade nicht. Du Pfosten. Da highlightet sie die Beleidigung. Alter, unglaublich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist, Nikki's Forge. So, ja, toll. Ich weiß nicht mehr, wo ich die README hingepackt habe. Ich glaube, ich habe das irgendwie einfach hier rein installiert und, Wartet mal ganz kurz. Ich gucke jetzt noch einmal hier ein bisschen durch. Es könnte ja sein, dass es hier liegt, im Blumenbeet. Könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen. Wenn ich es jetzt wirklich überhaupt nicht finde, dann muss ich halt gucken, wo ich das irgendwie gespeichert habe. Oder einer von euch lädt die Mod runter und liest dann einfach die README. Ja, scheiße.
Das ist bestimmt da oben irgendwie versteckt oder so. Warte mal kurz. Wo bist du, mein lieber Schlüssel? Ich brauche dich. Ach, shit. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da oben ist. Oder natürlich, wie immer, hinter dem Wasserfall. Ja, natürlich. Ist bestimmt hinter dem Wasserfall. Wo sonst? Es muss doch alles hinter dem Wasserfall sein. Wenn es jetzt echt hier oben ist, lache ich mich tot. Rauf da mit dir. So, wo ist er? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich könnte übers Dach einsteigen, vielleicht. Ach, scheiße. Da ist er drin, oder? Da muss er drin sein. Wenn ich den jetzt finde, dann bin ich sehr, sehr, sehr stolz auf mich. Aber ich will euch jetzt auch nicht... Ich will euch jetzt auch nicht lange langweilen hier. Hier könnte der noch irgendwo sein. Oder? Wartet mal. Oder unter Wasser. Yes. Der ist definitiv unter Wasser versteckt. Warte mal kurz. Nein, ist er natürlich nicht. Lalala. Da muss er drin sein. Ja, natürlich. Natürlich, da brauche ich auch noch einen Schlüssel. Willst du mich denn veräppeln hier? Ja, ja, ja. Der Schlüssel ist unter der Statue. Ah. Okay. Unter welcher? Ich pack's dann mal wieder. Muss bald ins Bett wegen Arbeit morgen. Okay, Captain. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Du musst dir mal eine Community-Herausforderung machen. Was meinst du damit, Isain? Was für eine Community-Herausforderung hast du im Sinn? Azura, Bruder. Ich hab's doch gewusst. Ich möchte fürs Protokoll sagen, dass ich bei Azura angefangen habe zu suchen. Hier unten irgendwie, oder was? Unter der Statue. Wartet mal. Ich habe bei Azura angefangen zu suchen. Habe ich den nicht gesehen? Azura? Azura, wo ist mein Schlüssel? Ich hätte sehr, sehr gerne meinen Schlüssel. Bei Azura, bei Azura, bei Azura. Ja, ganz genau, den brauche ich jetzt. Den Adoring Fan. Um genau zu sein, the key can be found in a chest in the water in front of the statue of Azura, next to the walkway. In addition, in the private quarters, in a chest on one of the shelves, you will find the will of the previous owner. Read to find out about some treasure. Sehr schön. Es gibt ja die Zuschauerbelohnungen mit den Punkten und die Punkte können ja eingelöst werden. Zum Beispiel für ich esse scharfe Ramen-Nudeln vom Stream oder ich streame mit Katzenuhren. Ach sowas, dir fällt bestimmt was Witziges ein. Ja, wenn nicht mir, dann bestimmt allen anderen. Pflück mal alle Blumen, yay, yeah. Wuhu! Also okay, in einer Truhe. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Leute. Besteht... Ja, jetzt geht's wieder los, das Elend. Besteht Bedarf an so einer Herausforderung, Leute? Beziehungsweise, ich würde mal hiermit sagen... Vorschläge sind gerne angenommen. Werden gerne angenommen. Wir haben hier schließlich ein Vorgangspassiv. Und kein Zustandspassiv. Da kommt wieder der Sprachlehrer in mir raus. Ich trau mich nicht. Yes, da ist er. New Shade of Manarchy, yeah, baby. Ah, der wunderschöne Nachthimmel von den Shivering Isles. Und irgendwo hier drin soll jetzt der Will of the Previous Owner sein. Oder wie, oder was, oder wo? Da vielleicht?
nee, bei mir. Bei mir in den Private Quarters. Okay, ja, das macht Sinn. Kann ich mit dem Schlüssel jetzt alles aufschließen? Das ist die Frage. Du hast mich gefragt und ich habe Nein gesagt. Erik, im großen Haus liegt das Testament. Ja! Yay! Wuhu! So sieht's aus. Ich liebe euch einfach. Wir lieben dich auch und ich liebe euch alle. Gruppenumarmung! Geht raus an euch alle. Und ganz, ganz, ganz viele Herzen. Tja, also hier chillst du immer mit Sheogorath. Mit feinstem Fellmore. Hey, Greyfell. Ah ja, Greyfell. Fellmores Sporenwein. Oh, das richtig hart Zeug, oder? Und er liest dir aus der Guide to New Sheoth vor. Beziehungsweise aus Vom Frosch zum Mann. Sehr interessantes Buch. Sehr interessantes Buch. Oh, ist das geil. Also da kann man ja mal ordentlich chillen. In den warmen Abendstunden. Uff, Erik kennt den Text nicht. Was? Ich weiß generell gar nichts, Bloody. Ich bin dumm. So, Leute, ein großer Moment für Jesse und für uns alle. Wir betreten New Sheoth Manor, unser neues Heim. Tada! Ach, ist das geil. Hier können wir jetzt endlich immer zu Abend essen. Hey! Oh, wie geil, wir haben unsere eigene Vinothek hier drin. Ja, wie geil seid ihr denn? Hallöchen, Radrik Olfenhain und der gute Engnar. Ja, das ist ja super, dass ihr da seid. Ist noch jemand hier? Oh, wie geil, da können wir etwas ausstellen. Da können wir Waffen ausstellen. Das ist ja fett. Seelensteine. Oh, geil, geil, geil. Ich liebe es. Fliegende Bücher. Wer kennt's nicht? Nein! Nein! Oh Gott! Cuteness Overload! Wir haben einen Hund namens Sheo! Oh, ich glaub's nicht! Ja, du bist ein Guter! Ah, oh, du bist ein Guter, du bist ein super Hund! Das glaub ich nicht! Oh, wie geil ist das denn? Huch. Time for you to go. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hallo? Geht's noch? Wie geil! Ich habe keinen Gruß. Der schmeißt mich jetzt raus. Bye. Alter, ich glaub's hackt. Bedroht mich in meinen eigenen vier Wänden, der Engnar. Unglaublich. Muss ich jetzt erst das Testament finden, oder was? Ja, ich glaub, es hackt. Ach, wie geil. Da können wir auch Sachen ausstellen. Toll. Oh, wie super ist das denn? Da können wir unsere besonderen Waffen reinlegen und besondere Items. Das Testament ist eine Bonusquest. Ich muss immer lachen. Sehr unterhaltsam. Das freut mich, Niki. Genau das macht mich skeptisch. Was denn? That must be a trap. I'm not falling for it. Ja, wo ist denn jetzt das Testament? Also der Engnar, wenn der mich hier rausschmeißen will, also ich glaub's hackt, hallo? Dann gibt's aber auf die Phrasen. Dann gibt's aber ordentlich auf die Phrasen. Ah, was? Nein. Assassination? Meine Einkaufsliste. Neues Shirt. Boots.
Ein Besen und zwei Gabeln. Ja, wer kennt's nicht? Klassische Einkaufsliste, würde ich mal sagen. So, was ist denn hier los? Eine Werbung für die Flowing Bowl, was auch immer das ist. Eine Notiz. Nach Norden für eine Stunde. Du siehst eine Gruppe von toten Bäumen. Dann nach Nordosten, bis du zum Wasser kommst. Folge dem Ufer stromaufwärts. Sein Haus ist in der Nähe. Passt auf die Bären auf. What the hell? Okay, Rätsel. Edgar's Discount Spells. Das sind, glaube ich, Leute aus dem Hauptspiel. Die sind ja mal richtig geil mit Promotion unterwegs. Die haben sogar Werbeträger. Auf den Shivering Isles. Holy hell. Ja, wo ist denn jetzt dieses Testament? Ich bin verwirrt. Ah, Will of Anders Aronius. So sieht's aus. Dann gucken wir doch mal rein. Ah, bester Stream auf Twitch, ist das dein Ernst? Annika. Komm, das meinst du nicht ernst. Wenn doch, dann muss ich jetzt weinen. So. Im Falle meines Todes vermache ich, Andus M. Aronius, alle meine Besitztümer, wem auch immer, demjenigen, der mein, ja, der halt einfach der Erbe ist, meines Herrenhauses oder was auch immer. Ich habe keine lebenden Verwandten. Ich habe mein, okay, alles klar, jeder, der mein, der Erste, der meinen Schlüssel findet, darf das Haus haben. Mein Manservant. Das klingt... Es ist einfach nur Diener, ich weiß. Aber irgendwie klingt Manservant sehr, sehr, sehr anrüchig im Englischen. Ja, der Engner. Ja. Ja, wir haben den Schlüssel gefunden. Ja, ja, okay, alles klar. Die einzigen Items, die nicht zurückgelassen werden, sind 2500 Septime, the cottage outside the estate, all items within the cottage. All of these items will go to Engnar for his loyal and honest service. He cannot be paid enough. The same will go for Redrick, the bartender. Ja geil, der kann das ja gerne haben, aber der soll mich doch nicht aus diesem Haus hier rausschmeißen, ich glaub's hackt. Also wenn der Engnar mich jetzt noch ein einziges Mal dumm anmacht, dann gibt's aber auf die Phrasen. Wie gesagt, es geht gar nicht. Alles klar, ich habe doch bestimmt ein paar Sachen, die ich hier ausstellen will. Zum Beispiel das Longsword of Fracturing. Ich lege das mal hier rein. Vielleicht kriege ich das hin. Es könnte auch sein, dass es viel zu groß ist. Warte mal. Ja, voll getroffen. Absolut. Du darfst weinen. Oh mein Gott, ich glaube, da muss ich mich gleich mal betrinken. Ich gebe dir auch eine Tempobox. Dankeschön, Aruncha. Du bist lieb. Das darf nicht wahr sein. Annika, wenn du das wirklich ernst meinst, dann bin ich zutiefst gerührt. Wirklich. Vorsichtig jetzt. So, na das ist doch mal... Oh, nice. Also besser kann man es nicht hinlegen, oder? Besser kann man es nicht hinlegen. Ich hätte jetzt noch Ebony, aber das ist alles nur so Short Sword und Dagger. Sieht geil aus, ja. Wir könnten uns eine Ebony Collection machen. Ich lege das mal hier rein, weil ich brauche das Geld im Moment nicht. Ich muss es, glaube ich, immer erst auf den Boden schmeißen, ansonsten klappt es nicht. So. Erstmal oben das Kurzschwert rein. Warum nicht? So. Unten dann der Dagger. Achtung, nicht den Dagger fallen lassen. Wir sind hier schließlich nicht bei Daggerfall. So. Vielleicht noch ein bisschen besser hinlegen. Bisschen gerader. Ich bin ja so ein bisschen penibel hier.
Ja, natürlich, jetzt wird's wieder total schief. Ah, nein, du sollst da oben drin. Nein! Was fiecht dich an? Ja, komm, ist gut genug. Die sind parallel, passt. So, hier lege ich noch etwas rein, damit das Schwert nicht einsam ist. Ich glaube, ich habe einen Glasdagger. Nein, ich habe sogar einen Glas-Shortsword. Ja, geil. Kommt beides hier rein. So sieht's aus. So, vorsichtig jetzt. Ja, super, voll dagegen gestoßen. So muss das sein. Ich leg's erstmal rein und dann wird hier geordnet. So, ja, das sieht eigentlich geil aus. Komm, gerade kann jeder, oder? Das ist sehr, sehr... Das ist doch geil. Alle Klingen laufen auf einen Punkt zu. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Glas, Ebony. Was haben wir denn noch? Der Wubberjack, den nehme ich natürlich mit. Zwergen. Vielleicht können wir ein Zwergen-Ensemble machen. Das wäre doch geil. Zwergen-Sachen sehen doch auch geil aus, glaube ich. Ja, warum nicht? Bisschen auffüllen hier. Oh je. Ist nicht so leicht. Also, Sachen in Oblivion richtig hinlegen ist sehr, sehr unterhaltsam teilweise. So, jawohl. Das ist doch schön. Jetzt haben die Leute auch was zu gucken, wenn die uns besuchen. Ich habe bei den Streams immer das Verlangen, etwas nebenher zu essen. Seitdem Erik regelmäßig streamt, habe ich 2 Kilogramm zugenommen. Also, Diät? Wenn ihr gerade auf Diät seid, schaut nicht meine Streams. Ich freue mich so hart auf Skyblivion. Alle Unique Weapons bekommen ein Unique Model. Holy shit, was ein Skyblivion. Triggered! Okay, der Witz hat mich leicht schmunzeln lassen, aber ich wusste, dass das jetzt kommt, also konnte ich mich zusammenreißen. Das mit dem Dagger... Im guten oder im schlechten Sinne triggert. Selbstbeherrschung increased to level 1. Ich wüsste nichts, was an Skyblivion schlecht wäre. Ich bin so unglaublich hyped auf das ganze Projekt und auch auf Moroblivion. Ja, natürlich kannst du auch sein. Man darf gar nicht wissen, was da alles an Energie drin steckt, ne? Also diese Arbeit, sich überhaupt zu machen. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Engmar uns... Ich meine, dem Engmar, okay. Dem gehört der Kram da draußen. Okay, der kann von mir aus die Hütte da draußen haben. Aber der kommt hier angerannt und sagt mir, der neuen Eigentümerin, I think you should leave. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt aber ordentlich. Pass auf, der kommt gleich wieder. Gleich kommt er wieder an. Ach, der Engmar ist weg. Ja, das finde ich super. Ich glaube, der wollte nur schnell, dass wir das Testament finden und dann ist er auch schon weg. So, ich würde mal sagen, wir reden mal mit dem guten Vinothekenleiter hier, mit dem Redrick. Hallo. Ach, der hat auch keine der hat auch keine Begrüßung. Ja, dann gib mir halt einfach Alkohol. Die universelle Sprache. Und zwar hätte ich gerne... Oh mein Gott. Leute, heute machen wir zur Feier des Tages den absolut fettesten Wein in ganz Oblivion auf. Tamika Vintage 415er Wein. Her damit. 33 Gold, hau ich raus. Ist es mir wert. Außerdem hat er auch noch Wildschweinfleisch, Wildbret, Brot und eine Zwiebel. Diese Auswahl, dieses Sortiment sucht seinesgleichen. See you later. Ja, ich bleibe ein bisschen hier. So, ich bin die neue Eigentümerin. Was geht ab? Ich muss mich mal wieder ausrüsten hier. So. Wo ist der Wein? Naja, du hast in einem Stream mal so oft über Skyblivion geredet, dass Juli und ich mich aufgedreht haben, aufgeregt. Sorry, but not sorry. Ich bin halt einfach ultra hyped. Wildbreed. Wildbreed. Erik 2021. Für die Community. Ich erhebe mein Glas, Leute. Ich haue das ganze Geld raus für einen richtig fetten Wein. Ich trinke ja normalerweise keinen Wein, aber heute muss es sein. Hey, das hat sich gereimt. Sau geil. Wo ist er denn? Leute, greift euch euer Glas. Ich schenke ein. Ich habe eine riesen Maxi-Multiflasche Tamika Vintage 415er gekauft. Gönnt euch und rinn in den Kopf. Meine Intelligenz und Geschicklichkeit werden abgezogen. Meine Intelligenz und Agilität leiden. Ach, wie geil ist das denn? Ist sehr realistisch, oder? Sehr, sehr realistisch. Sehr nah am wahren Leben. So.
Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Absolut. Sehe ich genauso. Oh. Ach Gottchen. Oh. Da schläft der Scheo. Warte mal. Der Scheo braucht Wildbret. Der Scheo braucht was zu futtern. Hey, mein Kleiner. Oh, es ist goldig. Cuteness Overload. Ich liebe es. Habe ich oben noch ein bisschen Wildbret? Habe ich hier nicht noch ein bisschen was? Wartet mal. Nein, Moment. Halt. Halt. Ach, geil. Wir haben eine eigene Bücherei. Was ist denn hier los? Hallo? Wer hat das hier runtergeschmissen? Das heiße ich nicht gut. Ja, toll. Wo soll ich denn das jetzt reinstellen? Ist überhaupt kein Platz mehr. Okay, ich wage mal etwas, aber das wird definitiv... spring einfach mal, genau. Das wird definitiv schief gehen. Ich speichere lieber vorher mal, bevor ich hier jetzt alles abräume. Tische abräumen kann ich ja so gut. Oh, shit. Ich glaube, da ist jetzt gerade... Ah, fuck, okay. Es ist jetzt schon was runtergefallen. Ach nee, doch nicht. Okay. Ich probiere es nochmal. Ah, shit. Vorsichtig. Nein. Oh, verdammt. Ah, shit. Oh, ich hasse das. Nicht so rum. Okay, noch ein bisschen zurückkommen. Ja, jetzt. Jetzt runter. Ah, wo soll ich das denn draufstellen? Ich weiß, hier ist so eine Lücke, aber ich glaube, da sollte er auch stehen. Aber anscheinend hatten die Bücher keinen Bock auf ihn. Haben ihn total gemobbt und so. Oh, shit. Ah, das ist furchtbar. Wie soll denn das gehen? Ist ja katastrophal. Jetzt, so, warte mal. Hier. Hier anfassen. Jetzt habe ich es gleich. Ja. Nein. Huh. Yes. Yes, baby. Sweet cake. Aber keine Sweet Roll. Was ist denn hier los? Oh. Oho. Fine Steel Claymore. Sieht sehr nice aus. Brauche ich nicht, aber geiles Design. Sehr, sehr geiles Design. Muss man schon sagen. Oh, was ist das für ein Buch? Das sieht irgendwie sehr... N'Gasta! Quarta! Quarkis! What? N'Gasta Quarta Quarkis! Axtas No... So... Novax Lettere... Ja, alles klar. Gut. Ist ja gut. Das Buch triggert mich. Auf Wiedersehen. So. Moment. Ich wollte Wildbret für den guten Scheo. Liegt hier vielleicht irgendwo was rum? Wenn nicht, nehme ich von unten. Ja, okay. Ich nehme von unten. Scheo, du bekommst ein bisschen Fleisch von mir. Vom Feinsten. Da, das brauche ich nicht. Einer kriegt jetzt kein Wildbret, aber du bekommst es. Du, mein Liebster, du bekommst natürlich mein Wildbret. Ja, da freut er sich schon. Da bellt er schon, der Gute. Da, mitten rein in die Hütte. Zack. In die Hütte, wenn's geht. Oh, es ist schwierig. Moment, ich krieg das schon hin. So, wenn das mal kein Service ist. Hallo? Ah, okay, ist mitten in der Nacht. Der hat um 2 Uhr anscheinend Ladenschluss hier. Ich könnte mich jetzt natürlich als Hauseigentümerin einfach bedienen, aber das mache ich natürlich nicht. Wir wollen ja schon fair bleiben. Der gute Mann hat eine Familie zu ernähren. Und außerdem habe ich meinen Scheo. Woo! Ach, ist das geil. Hätte auch Lust auf Bier, aber keins mehr da. Was? Das Buch kann ich auswendig vortragen. Bist du da sicher? Bist du sicher? Hab mir jetzt erstmal einen Whisky geholt. Cheers. Cheers, Juli. Cheers, Annika. Du trinkst bestimmt irgendwas anderes. Ich kann nicht mitreden. Ich trinke kein Alolol. Alolol ist aber tatsächlich ein Wort für Alkohol, oder? Alolol, Jessie, die Einzige, die auch ohne Alk betrunken ist. So sieht's aus. Jessie ist liebestrunken. Durch den Anblick dieses Hauses. Jessie, du hast noch gar nichts gesagt. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden mit deinem neuen Eigentum? Mit deiner neuen Eigentumswohnung? Ich würde mal sagen, wir gehen zu Bette. Wir schlafen die erste Nacht im neuen Eigenheim.
Jeder liest hier irgendwie nachts die Biografie von Barencia, scheint so. Hauptsache einfach mal ein Dolch, wenn man nachts angegriffen wird. Einen Glen Farclas 2006 Highland Single Malt Scotch. Yay. Yeah. So muss das sein. Ich bin erstmal weg. Mein Internet spackt heute irgendwie. Stream buffert ständig. Sia. Okay, das tut mir leid. Ist das bei den anderen auch so? Tut mir leid, Bloody. Ich guck mal, ob ich da irgendwas drehen kann fürs nächste Mal. Also schönen Abend dir. Und später eine gute Nacht. So. Ah, schön ausgeruht. Nee, läuft supi. Okay. Boah, Dornfang. Ich erschrecke immer, wenn das irgendwie... wenn das Schwert sich ändert. Es liegt an Bloody und seiner Strahlung. Jesse, wie gefällt dir dein neues Eigenheim? Alles gut? Du bist zufrieden? Das ist sehr schön. Dann gucken wir uns noch draußen diese Truhen an. Hallo, mein Süßer. Hallo. What? Ach, da ist er ja. Der Engmar. Hat immer noch keine Begrüßung. Naja, was soll's. Tschüss. So. Ein neuer Tag beginnt. Ach, das ist doch schon was ganz anderes, wenn man hier rauskommt, oder? Das ist doch schon mal was richtig Erhebendes. Moment mal, ich wollte die Hintertür nehmen. Ah, herzlich willkommen. Hier einfach mal ein bisschen frühstücken. Am Wasserfall. Das habe ich gern. Wo ist mein Schild? Hallo? Wo ist mein Schild? Ach, das habe ich nicht ausgerüstet, wenn ich sitze anscheinend. Dann essen wir mal ein Brötchen. Cheese, Korn, warum nicht? Und einen kompletten Salat zum Frühstück. Man kennt's. So, da oben war eine Truhe, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Verdammt. Beinahe hätte ich sie gehabt. Ich muss da hoch. Ich muss von oben kommen. Schaff ich darüber. So, was ist denn hier drin? Oh, geil! Oh, fett! Oh, Alter, das ist ja alles mega geil. Gleich das Buch lesen, das ist ein Lehrbuch. Das ist definitiv ein Lehrbuch. Was lernen wir? Blade Skill. Besser geht's ja gar nicht. Und wir haben starke Heiltränke. Brauchen wir definitiv ganz dringend. Und eine Expertenretorte. Jetzt sind wir sowas von Experten im Retorten, Alter. Jetzt können wir richtig geile Torten backen hier. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die anderen Truhen waren, dann wäre ich auch sehr erfreut. Ich glaube, hier hinten war noch eine, oder? Ja, da war definitiv noch eine. Gucken wir doch mal. Truhen nicht vergessen, Silberfischer Let's Play, ja. War da noch irgendwo eine? Geil, werde ich aber verkaufen. Sind sehr, sehr wertvoll. Oh, fett! Jetzt haben wir sowieso Flawless-Sachen. Ist ja geil. Damit ist unsere Sammlung komplett. Aber ich glaube, wir haben sowieso schon alles gefunden, oder? Und wir haben noch ein Lehrbuch gefunden. So sieht das aus. Alchemie-Skill. Warum denn nicht? Super geil. Strahlung. Meinst du, das Internet ist ehrfürchtig bei meiner Ausstrahlung? Das könnte sein. War hier noch irgendwo eine Truhe? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich guck mal noch hier oben. Vielleicht lässt sich noch was finden. Okay, die haben wir schon geöffnet. Ich glaube nicht, oder? Mehr Truhen wüsste ich jetzt nicht, dass sie existent sind. Okay, alles klar. Aber wir haben geilen Loot gefunden. Und Loot tut gut, wie ich immer sage. Loot tut gut. So. Dann werde ich jetzt mal zurück nach
Bliss gehen. Ach, geil. Dieses geile Tor. Das Tor macht mich so richtig an. Dann gehen wir mal zu unserem wunderschönen Orkschmied und verkaufen den ganzen Stuff, den wir haben. Denn ich trage wieder extrem viel Kram mit mir rum. Ich hoffe, der hat schon geöffnet. Da ist ja so ein Langschläfer. Ja, er ist schon wach. Sehr schön, ich freue mich. Hallo, mein Freund. It is good to see you again, friend. Aber hallo, ich wohne jetzt auch in der Nähe. Kannst du dir das vorstellen? I can make just about anything look good as new. Dann mach das mal. So muss das sein. Alles klar. Armor and weapons. Ja, genau, das verkaufst du. So, ich versuche mal ein bisschen mit dem Preis nach oben zu gehen. Das kann aber auch immer nach hinten losgehen. The Endester, Ulfric in the house. Flawless diamond for you to give to your Valentine. Not sell it or keep it yourself. I'm my own Valentine, so I'm gonna give it to myself. Okay, Arrow of Withering ist sehr geil, wenn man Bogenschütze ist, aber bin ich leider nicht, deswegen weg damit. Aber 600 Gold, einfach mal so. You've got a good deal there. Das würde ich aber auch sagen, mein Freund. 70 Ember, wir brauchen mehr Matrizen. Wen muss ich denn hier triezen für die Matrizen? Ich brauche aber nur einen. You've got a good... Ich brauche nur einen von allen. Seems a... I can accept that. Flawless Sapphire, der hat uns noch gefehlt. Unsere Sammlung ist komplett. Yes. Die muss ich auch... Ah, ich muss nochmal zurück ins Manor. Ich will die irgendwo ausstellen. That's a good deal. If you need anything else... Ja, ja, ich weiß, wo ich dich finde. Tschüss. Bye. Bye. Aber erstmal nach oben und... noch zum General Merchant, würde ich mal sagen. So. Blessings of the Mad God. Hallöchen, auch an dich, meine Liebe. If you're looking to unload some goods, you've come to the right place. Ich unloade sowas für meine Goods. Federschuhe sind sehr geil. Das ist auch geil. Fortify Health ist besonders cool. Werde ich jetzt mal noch nicht verkaufen. Ring of Happiness verkaufe ich auch nicht. Das ist auch sehr geil. So, jetzt geht's los. Also die Retorten kann ich schon mal ordentlich verkaufen. Das braucht kein Mensch mehr. Zwei brauche ich hier auch nicht. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Die Ales brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die nehmen bloß... Was ist das? Was ist das? Potion of Cure Disease. Cure Poison. Ach Gott, komm. Cure Poison braucht kein Mensch. Das auch nicht. I can accept that. Ja, wenn du es nicht akzeptiert hättest, hätten wir auch Stress. That's a good... You've got a good deal there. Yes, baby. Yeah. Gib mir die guten Deals. Ja, das ist auch noch Mist. Das braucht kein Mensch. You've got a good deal there. Ja, ich weiß. Ich weiß. Schockschild. That's a good deal. Schockschwere Not. Braucht aber kein Mensch. You've got a good deal there. Ja, ich weiß. Du musst es nicht immer sagen. Hydnum Azure Giant Spore. Alter. Kannst du haben. You've got a... Seems a fair bargain to me. Mhm. I can accept that. Gut, dann habe ich noch Bücher. Seems a fair bargain. Das hier und das hier. You've got a good deal there. Das brauche ich jetzt. Ah, vielleicht werde ich es noch einsetzen, man weiß es nicht. Strangulation Tome. You've got a good deal. The Living Woods. That seems... Trailius Journal brauchen wir nicht mehr. Okay, habe ich noch irgendetwas? Nein, das war's. If you have anything else to sell. Ja, wir werden definitiv Goodbye. Wiederkommen. Tschüss. So, wie ich einfach niemanden ausreden lasse, ne? Einfach nur hart asozial. Hart arrogant unterwegs, weil ich jetzt einfach mein fettes Manor habe. Mein fettes Eigenheim. Ich weiß auch schon genau, wo ich das ausstellen werde, damit es auch jeder schön sieht. Damit ich schön vor den Gästen rumprollen kann. So sieht's nämlich aus. Rixen! Der Geisterbuddy ist in der House. Herzlich willkommen. Schön, dass du zuschaust. Hoffe, du hattest eine schöne Zeit bei deinen Eltern. Ja, auf jeden Fall. Never sell lusty Argonian maid. Never, Ulfric. Never ever. I need it. It is the blood in my veins. Oh, du schon wieder. So, die kommen hier rein. Da wird ordentlich gebrollt. Das wird jetzt ein Fest, Leute. Ich werde die wahrscheinlich in der Gegend rumwerfen. Okay, ich versuch's mal.
Ich versuch's mal. So, wo seid ihr denn? Erstmal Flawless Diamond. Nicht fressen, nicht fressen. Ist kein Happa Happa. So, Flawless Diamond. Erstmal da rein. So, da ist er. Sehr nice. Ja, bell den mal an, den Typen. Der wollte mich rauswerfen. Jetzt will er das nicht mehr, aber vorhin schon. Schmeiß ich hier einfach mit meinen Reichtümern rum. Ich hab's ja. So ein bisschen versetzt. Schön. Flawless Pearl. Die fällt einfach so zu Boden. Sehr cool. Alter, ist die riesig. Die ist ja riesig. Viel größer als die anderen. Nein, du musst da oben bleiben. Dich muss man doch sehen. Na gut, dann halt nicht, ne? Ja, die ist halt leider rund, ne? Ja, die rutscht nach unten. Shit. Vielleicht, wenn ich es von der Seite so ein bisschen reinlege. Nö. Alter, was fällt dir ein? Was? Oh, no. Okay, du bleibst unten. Du bleibst unten. Wo willst du hin? Bleib mal hier, Junge. Du bleibst unten. Du bleibst aber hier. Ich pack sie jetzt erstmal hier rein. Ja, ist ja gut. Du musst mich nicht alle 2 Sekunden begrüßen, mein Freund. Das ist sehr lieb von dir, um deine vorherigen Missstände auszubügeln. Aber jetzt lass mal, okay? Ich leg's einfach mal hier rein und dann sehen wir später vielleicht, ob wir das nochmal rearrangen können. Das wäre sehr nice. Aber so ein bisschen kreuz und quer ist ja auch ganz nett. Und ich merke schon, dass ich gleich auf die Toilette muss. Das ist ja super. Genau das, was man im Stream gerne hat. So, dicht. Da sind die schönen Teile. Einzigartig. Bestaune meinen Reichtum, Engnar. Warum bist du noch nicht grün vor Neid? So, Leute. Ich bin gleich wieder da. What the fuck? Be right back. So, ich bin wieder zurück. So, ich hau auch ab. Okay. Zocke noch mit ein paar Freunden eine Runde Among Us. Viel Spaß noch. Dankeschön. Dankeschön fürs Einschalten, Isain. Hab mich riesig gefreut, dass du da warst. Viel Spaß beim Zocken. So, bin auch gleich wieder da. Muss etwas Geheimes machen. So, da bin ich auch wieder da. It's called Gravity. Ja, das ist es. Also, bye bye. Leg den Porno neben die Edelsteine. Edelporno. Riesig. Flipper? In Skyrim? What? Was ist los?
Okay, was macht Jesse Geheimes, Leute? Das müssten wir jetzt herausfinden. Alles klar, der Porno kommt natürlich hier rein dann natürlich. Warum nicht? Ein absoluter Edelporno. Dann können wir den vielleicht hier reinlegen. Das wäre sehr nice. Die Idee gefällt mir. Wenn ich ihn finde... The Lusty Argonian Maid. Da ist er doch. So. Da, guck mal. Nicht lesen ist nicht für deine Ohren und Augen bestimmt. Wieso Ohren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich rede. Wie immer. Yes? Ja. Ist wirklich so. Engmar. So. Meine edelsten Stücke, meine Kronjuwelen sind hier eingesperrt. Nicht anfassen, mein Freund. Nicht anfassen. Ist nicht erlaubt. So, Leute. Das ist doch sehr erhebend. Wie sieht's aus? Alter, ich trage so viel mit mir rum. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was trage ich denn gerade für Ringe hier? Fortify Strength. Brauche ich doch gar nicht. Ach doch, der gibt mir mehr Stärke. Aber ordentlich mehr Stärke. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Charity of Madness. Ja, das ist auch sehr geil. Was ist der andere Ring? Federring. Ja, das ist auch geil. Lass ich mal an, welches Amulett habe ich? Water Breathing, Detect Life und Feder. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Knorz, bist du immer noch da? Ach, man kann sich seine Nachbarn einfach nicht aussuchen. Sie übt es, ihren Namen zu tanzen. Ja, genau das macht die jetzt. Ich weiß es, aber es ist zu geheim. Oh, Juli wird immer sehr eingeweiht. Das Amber noch ablegen. Oh, Jabruli. Jabruli, du bist mein Held. Das sind 70 Punkte mehr im Inventar. Beziehungsweise weniger. Oh, danke schön, Jabruli. Ihr seid meine Augen und meine Ohren. Ich liebe euch. Hast du schon bei Insta den Post gesehen? Post? Ja, da gucke ich doch gleich mal rein. Was hast du denn da gepostet, mein lieber Freund? Also auf deinem... Auf deinem Account nehme ich jetzt mal an, ne? So. Alter, was ist denn hier los? Holy shit. Ach, ich glaub's nicht. Oh, yes. Ich bin endlich bei Twitch, kleine Streamer. Wie geil ist das denn? Ja, da bedanke ich mich doch gleich mal. Supergeil. Ja, ich habe da irgendwann mal mich da irgendwie so beworben, dass die mich vielleicht mal teilen könnten. Und jetzt machen die Werbung für mich. Ja, Hammer. Und einer hat geschrieben, nein, eine. Ja, Mann, mehr Langhaarmonster. Yes! Die Langhaarigen übernehmen Twitch. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, super geil. Das ist ja richtig geil. Ach, cool. Ach, und die Nilupilu hat auch was geschrieben. Dir gefällt mein Video. Meine Compilation. Alter, 5 Nachrichten. Was ist denn hier los? Ich bin gerade total überwältigt. Muss ich ja nachher mal gucken. Ja, super geil. Hammer. Ja, ich wurde vorgestellt. Ja, meine ich doch. Bei Twitch kleine Streamer. Cool. Das freut mich sehr. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute dazu. Das würde mich sehr, sehr erheitern. Das ist ein mega geiles Gefühl. Ja, muss man sagen. Was lange währt, wird endlich gut. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich freue mich sehr. So. Der Geisterbuddy. Der Geisterbuddy weiß Bescheid. So sieht's aus. Was machen wir heute noch Geiles? Ach, ich wollte das Amber ablegen.
Ich bin so hohl. Nichts zu danken. Ach, trotzdem. Dankeschön. Ich bin immer dankbar. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Das Leben hat mich gelehrt, für jede Kleinigkeit dankbar zu sein. Für absolut jede Kleinigkeit. Also wundert euch nicht. Ich krieg andauernd gesagt, nein, du musst dich doch dafür nicht bedanken. Warum bedankst du dich für alles? Ja, weil nichts auf dieser Erde selbstverständlich ist. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr hier zuschaut. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das Amber, ich weiß. Dieses verdammte Amber. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass auch nur eine einzige Person hier zuschaut. So, ich mach's mal hier rein. Für alle Fälle. Dürfen wir nur nicht vergessen. Ich hoffe mal, dass das dann da drin bleibt. Ansonsten bin ich sehr, sehr böse. Hoffen wir das Beste. Es wäre sonst hart asozial. What? Wenn sich der ja, es wäre hart asozial. Schwerhörig ist er auch noch. Man kann sich seine Belegschaft nicht aussuchen. Ach, es ist ein Kreuz. Mit der Bedienstetenschaft. Hast du das auch, dass du mega den trockenen Hals bekommst beim Streamen? Ja, dafür habe ich das hier. Prost. Erstmal voll einfach hier runterfallen. Respekt, 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 Herr Silberfischer. So. Das Amber ist weg. Jetzt gucken wir nochmal ins Inventar. Oh, eine Wohltat. 293 von 515. Yes. Jetzt muss ich nicht andauernd heim. Ach, geil. Hilft bei dir nicht? Ach, das tut mir leid. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber konnte man im Inventar nicht nach Gewicht sortieren? Einfach mal auf die Feder klicken. Ja, konnte man, aber ich glaube, jetzt habe ich alles dabei, was ich eh mit mir rumtrage. Es reicht auch. Es reicht auch. Also definitiv genug Inventarplatz. Okay, welche Quests haben wir noch offen? The Coming Storm. Ich habe das Amulett der Disintegration gefunden. Oh fuck. Habe ich das verkauft? Oh shit. Oh shit. Ich glaube, ich habe das verkauft. Ah, nein. Ach nee, ich hab's noch. Okay, alles klar. Ich gebe mir das mal schnell. Und ich glaube, irgendwas, was sie wollte, ist auch noch im Museum der Oddities. Das muss ich dann halt klauen. Das tut mir dann leid für die Una, aber ich muss meine Quests abschließen. Hallo? Calming Pants habe ich ja, glaube ich, schon gegeben. The Ring of Desiccation, der ist im Museum. Dann gehe ich erstmal ins Museum und klaue das. The Great Torch shines as a beacon of mania. Ja, und es ist mein Verdienst. Huldigt mir, niederes Gewürm. So, im Crucible. Questgegenstände kann man normalerweise nicht verkaufen. Ja, so ist es. Da ist auch ein Hundi, aber mein Sheo ist definitiv cooler. Eärils Mysterien, nein. Okay. Museum of Oddities. So. Die Seelentomate. Ja, shit, wo ist er? Shame on you for polluting Crucible with the glaring light of mania. Ach, du magst mich eh nicht mehr. Ja, dann beklaue ich dich jetzt. Psst, psst, psst. Vorsichtig. Ich glaube, das ist er. Ist es? Ja, er ist es. Ja, supi. Shame on you for polluting. Ja, ja, ja. Una, ich hab dich mal richtig nice gefunden. Una war mal eine meiner favorite persons. Aber nach dieser dummen Anmache, sorry. Da bist du jetzt ganz weit runtergerutscht auf der Liste, meine Liebe. Alter, der will Pommes. Wo muss ich hin? Wartet mal ganz kurz. Ich bin verwirrt. Angeblich ist die da. Ach, du bist das. Ach du, alles klar. Nein. Wer war das? Warst du das?
Speak. Nein. See you later. Hä? Wieso bist du markiert? Ach, okay, ja. Er hat uns die Calming Pants gegeben. Alles klar. Ach, die ist in Crucible. Alles klar, die ist in Crucible. Hi. Hallo. Wo bist du denn, meine Liebe? Es war auch, glaube ich, eine Khajiit-Frau. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist die da drin? Ja, da ist sie ja. Hallo. Have you found anything for me? Ich habe alles. Ich habe alles. The Amulet of Disintegration. Thank you. It's one of the keys to my safety in the coming times. Ja, aber warum wollt ihr denn so etwas tragen? Das macht doch deine Rüstung vollkommen kaputt. Because when they come for me, I'm not going to let them have my stuff. No way. Ja, aber echt. Und hier ist der Ring. The Ring of Desiccation. Perfect. Die Öhrchen. It does everything I need it to. A wondrous piece of craftsmanship. Aber warum? Es ist nutzlos. Is it? Is it now? No offense. You can't be too careful. No front. No front. Ich hab sonst nix. Fine. But hurry back when you do. It's coming soon. I can tell. Oh fuck. Oh fuck, ich erinnere mich. Oh, ich bin so ein Hohlblock. Ich bin so ein Vollhonk. Warum heilst du dich? Bist du irgendwo runtergefallen? Wahrscheinlich von da oben, hä? Ja, das ist eine Einbahnstraße. Da sollte man nicht weitergehen. Ich habe die Calming Pants verkauft. Ich erinnere mich, ich habe die Calming Pants verkauft. Doch. Ich habe die verkauft. Es ist ein Questgegenstand, aber ich habe die nicht mehr, oder? Nein. Oh, ich bin so doof. Oh, hoffentlich hat sie die noch. Ich glaube, das habe ich hier oben verkauft bei dieser... Hello. Bei dieser Khajiit-Frau. Nix, nix, nix. Alles gut. Oh, bitte. Nein, das ist keine Khajiit-Frau, die Dunkelelfin. Bitte. Welcome back, Jesse. Welcome back. Blessings. Bitte sag mir, dass du die noch hast. I might be willing to part with a few things, if the price is right. Nein! Oh, fucking shit. Nein, ich hab... Die hat sie nicht mehr. Oh, nein. Ich erinnere mich, dass ich die hatte. Oh, ich könnte gerade echt... Ich... Oh, nein, ey. Oh. Oh, das tut weh. Hi. Ja. Ah. Und der hat sie halt nicht mehr, ne? Vimian hungry. Ah. Wants sweet roll. Vimian like pants. Love sweet roll. Okay, okay. Ich hab mich geirrt. Gott sei Dank habe ich mich nicht geirrt. Da bin ich mal kurz weg und Erik verkauft meine Hosen. Ja, damn. Nein, habe ich nicht. Ich habe andere Hosen verkauft. Das war irgendeine andere Hose. Wir brauchen eine Sweet Roll. Nee, alles gut, Jabruli. Ich habe mich zum Glück geirrt. Ah, Gott sei Dank irre ich mich. Das kann auch gut sein. Dann sind alle total geschockt. Alle sind total schockiert und traurig. Und dann fällt mir ein, dass ich mich geirrt habe und alle sind wieder total happy. Das ist meine Strategie, euch glücklich zu machen. Habt ihr das nicht gemerkt? Ich gebe euch erst das Gefühl, dass ich absolut alles verhacke und ihr schon so richtig im Facepalm-Modus seid. Und dann komme ich mit der Wahrheit um die Ecke, dass noch alles drin ist. Sehr schön. Tja, da gibt uns die Calming Pants nicht. Wir brauchen eine Sweet Roll. Jesse, kannst du mal ganz kurz eine Sweet Roll backen? Das wäre super. Warte mal ganz kurz. Da ist irgendwas im... Im OBS schon wieder ein bisschen seltsam. So. Alles klar. Ach, 15 Bits übrigens. Jabruli, dankeschön. Wir brauchen eine Sweet Roll. Ja, wo kriege ich die denn jetzt her?
Shit. Ich glaube, die kann man hier gar nicht kaufen. Also die hat definitiv keine. Oh, ich hatte mal eine und ich habe sie dann gegessen. Ich bin so ein doof Mann. Ey, es ist unglaublich. Okay, okay, okay. Andere Quest. Wir machen eine andere Quest. Oh. Ein Einhornherz. Dankeschön, Annika. Was gibt's denn hier noch? Das ist die... Ja, der Britauer. Den müssen wir noch irgendwie von uns überzeugen. Ich probiere das nochmal. Ich probiere es nochmal, aber der mag uns halt überhaupt nicht. Und jetzt noch weniger. Weil wir halt einfach das Leuchtfeuer für Mania angezündet haben. Und alle in Dementia hassen uns jetzt. So, Britauer, wo bist du denn? Zu Hause, das ist schon mal gut. Ich glaube hier, oder? Nein, er ist nicht zu Hause. Ach, halt doch die Klappe. So. Well, hello there. It's good to see such a well-equipped individual as yourself around these parts. Player add item. But you look tired. Carrying all that gear will do that to you. I'd be glad to shoulder some of the burden. Relieve you of that expensive stuff. Ja, ist klar. Or is there something else I can take from that? I mean, help you with. Du bist mir der Richtige, ey. Oh, how could anyone have a problem with me? Come now. Die Leute mögen dich nicht, Alter. Du musst hier einfach weg. Ich versuch's nochmal, ihn von mir zu überzeugen. Well, but ja, halt die Klappe. So. Say what you're going to say. Ach du Schande, ey. Das wird einfach nur grausam. Das kann jetzt ewig dauern. Das mag er nicht. Das mag er ein bisschen, das mehr und das am meisten. Okay. Such adventures. How? Sorry. Not now. That's enough. That's enough. Not now. Not later. What a gracious. What a hero. Es klappt, es klappt. You win this one. Don't try such a... Sorry, I don't get it. Ging ein bisschen nach unten, Mist. Leider, leider. Sorry, I don't get it. Ach, das war nix. Das war nix. Not later, not ever. I can't... Don't try to manipulate me. That's... My life is drab and wretched by comparison. Sorry, I don't get it. Ja, du verstehst einfach gar nichts, mein Freund. I salute you, most impressive. You win. Don't try to manipulate. Ah, es tut mir schon jetzt leid, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. You think such adventures. Aber so langsam wird's. So langsam wird's. You win. Don't talk. My life. That's just. Jawohl. Und Speechcraft geht auch nach oben. You think I can't argue with that. Okay, jetzt noch ein bisschen briben. Excellent. I can't do better than that. Alles klar, und jetzt verzieh dich. Ich hab dich belabert und bestochen. Mach dich vom Acker, Alter. I know what people say about me. I'm not completely stupid, you know. It's just that I like to collect things. All sorts of things. Shiny things, valuable things. I can't help myself. Du bist so eine Elster anscheinend. My collection is almost complete. All I need are 5 flawless pearls, and I'm done. How hard could that be? Ich hatte mal, wenn ich die ganzen Flawless Pearls nicht verkauft hätte, hätte ich jetzt mindestens 5. Ich habe immer gesagt, ich will nur eine behalten. Für meine Collection. Und die sind sau selten. Ich glaub's nicht. Habt ihr solche Momente auch in Spielen? Wenn ihr euch einfach selbst ohrfeigen könnt? Ich glaub das jetzt nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaube... Wir können nicht alle Quests auf den Shivering Isles abschließen. Wir können ja jederzeit wieder zurückkommen. So ist es ja nicht.
Ich habe meine Sweet Roll gegessen. Was brauche ich? Eine Sweet Roll. Ich habe meine Flawless Pearls verkauft. Was brauche ich? Flawless Pearls. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich kill dich einfach, ohne Witz. Excuse me. I have important things to do. Ja, ich auch. Ah, Erik, lass mich dich ohrfeigen. Ja, da stehst du drauf, oder? Ah, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Leute. Können wir vielleicht irgendeine Quest abschließen? Können wir bitte irgendeine Quest abschließen? Das vielleicht. A resident of Split has told me I should speak to Hawkwear. Okay, machen wir mal das. Machen wir doch mal die Split-Quest. Das ist mit diesen Doppelgängern. Beziehungsweise, dass hier jeder ein Gegenstück hat. Ein Dementia und ein Mania-Gegenstück. So. Mit dir soll ich reden. Aber ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte gerne mit... Moment. Was sagt die Quest? Es gibt zwei Hawkwear-Bärenarme in der Stadt. Wir reden natürlich mit dem Mania-Typen. Das ist der Dementia-Typ. Das sieht man schon an der schäbigen Kleidung. Und der andere ist anscheinend hier. Yes? Oder bist du Dementia? My double is always working. It takes all my energy just watching him work. It's got to stop. Ja, super. Man sieht an der Kleidung überhaupt nicht, wer zu was gehört. Der könnte auch Dementia sein. I'd get more work done if it weren't for my layabout double living in town. Ich glaube aber der andere. Ich glaube, der andere ist Mania. Ich rede mal mit dem hier. Wobei, ich warte erstmal. Ich warte erstmal, weil... Ich würde das gerne am Tag machen. Dann mach das... Ja, das ist absolut Tag gerade. Dann mach das, bevor Jigalak kommt. Dazwischen einen Abstecher nach Cyrodiil. Okay, machen wir so. Wie wäre es mit der Hauptquest, damit Sheo mal weg ist? Oh. Harte Worte. Ist er jetzt hier drin, oder was? Oh, die Langschläfer. Was soll das denn? Ich versuch's mal ohne Commands. Komm raus. Versteck dich nicht. Wo ist er denn jetzt? Der ackert schon wieder. Der andere pennt noch. Super. Es ist schon 10 Uhr. Komm jetzt mal raus, Alter. Alter, der hat keine Lust, oder? Oh, hätte ich bloß mit ihm geredet. Ich brech gleich ein, ohne Witz. Hab keine Zeit mehr hier. So. Jesse ist triggered. It's time for you to leave, my friend. Nein, wir müssen reden. My double is always working. It takes all my energy just watching him work. It's got to stop. Alles klar. Worum geht es? It's a problem, all these doubles walking around. And it's tiresome. Didn't used to be like this. Was ist denn passiert? Some blasted mage had a theory. They've always got theories. He thought there was a manic and a demented in each of us. So what does he do? What else? Casts a spell. You can see how well that went. Two of each of us walking around this place. Nothing we can do about it either. There's a law about that here. Been to the Hill of Suicides? Not a nice place. But you might be able to help. Nein, auf dem Hill of Suicides war ich tatsächlich noch nicht. Was kann ich tun? Only one group can stick around. Either we demented or those blasted manics. Okay. The only way we'll find any peace. Okay. Ja, alles klar. Nein, du bist der Dementia-Typ. Alles klar. Mania. Yes. What? Jetzt ist der Typ weg. Ich glaub's nicht. Ah, gerade beim Futtern. Lass uns mal reden, Dude. I'd get more work done if it weren't for my layabout double living in town.
Alles klar, du bist der Mania-Typ. Du siehst überhaupt nicht so aus, aber okay. Terrible drain on productivity. Never know who's who. It's been a problem for too long. Was schreibst du denn da, Jesse? Hieroglyphen im Chat. Was ist passiert, Hawkeye? A wizard did it. Stupid layabout mage. Had a theory about each of us having a manic and demented side. Ja, hab ich schon gehört. He decided to test the theory. Cast a spell. Split us all in two. Do we get twice the work done? No. Ridiculous. We're not allowed to take care of it either. There are rules. And I don't want to end up on the hill of suicides. You, on the other hand... Ich aber auch nicht. Also der Hill of Suicides ist jetzt nicht mein Zielort, um es mal so zu sagen. Was kann ich tun? Get rid of that demented bunch. Useless anyway. Don't get a lick of work done around this town. Ja, genau. Alle Dementia-Typen raus. If you get rid of them, I'll make it worth your while. Ja, aber wie? Okay, mach ich. Good. A little hard work will do you some good. Just get rid of those demented freaks, and we'll all be happier. Those demented freaks. Stay away from us manics. You kill any of us by accident, you won't be getting anything from me. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier rumlaufen und die killen. Oder etwa doch? You should be taking care of this, shouldn't you? Ja, aber kann ich jetzt einfach hier Leute abschlachten? Strange creatures. Hit them with a fireball. Was steht denn... Okay, wir müssen alle Dementia-Typen und Frauen killen. Oh, shit. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Also der sah ja jetzt wirklich für mich wie ein Dementia-Typ. I can't count my own corpse. Stay back. Okay, also der Typ ist ja mal sowas von Mania. Das glaube ich irgendwie... Das muss Mania sein. Guckt euch den Typen an. Fangen wir doch mal mit dem anderen Ork an. Wir schlachten sie alle ab. Ah, die Ziele sind ausgewählt. Das ist schon mal gut. So, mein Freund, du musst sterben. Entschuldigung. Oh, your killing has been... Ja, your killing has been noticed by forces unknown. War da gerade. Tja, da guckst du, ne? Jetzt kannst du einen Korps zählen, ist doch schön. Jawohl, nehme ich gleich mit. Die sind auch beide Dementia, ne? Strange creatures have appeared. By the gods, there's a psychopath on the loose. Someone's been murdered. Ja, aber du fliehst nicht. Du guckst es dir an. Und geht's gut? I can't count my own corpse. Stay back. Dann zähl doch die. Guck, 1, 2. Die ist sehr schnell gestorben. Oh, ein Lehrbuch. Oh, dankeschön. So, du nervst mich schon, seit ich das erste Mal hier durchgegangen bin. Und du hast eine Phrasen, die mich einfach nur triggert. Deswegen auf Wiedersehen. So. Oh, ein Glaslangschwert. Das kommt in die Vitrine, Leute. Hallo? Questnachricht, wo bist du? War das etwa doch... Ach, shit. Da kommt keine Questnachricht. Oh, oh. Ich glaube, das war keine... Ich glaube, das war Mania. Shit. Ich lade nochmal. Okay, der ist der Stärkste. Holy shit. Nee, glaube ich nicht. Eher du. Pass mal auf, wo du hinläufst. Ah, verfehlt, Mist. Ja, auf jeden Fall. Findest du mich nicht impressive? So, Ende. Ah, Mord!
Okay, der ist definitiv Dementia. Alles klar, abspeichern. Du scheinst... Doch, die ist Dementia. Wieso kam da keine Nachricht? What's going on? What's going on? Kettenraucherin, Alter. Ja, bei der kommt keine Nachricht. Das ist sehr strange. Run! Run! Nein, das wollte ich... Ach, verdammt. Okay, nimm alles mit. Bei der kommt was. Ich raff's einfach nicht. So, jetzt der Oberanführer hier. Hi! Hui! Kannst dich gleich wieder hinsetzen. So. Wie sieht's aus? Nein, die wollte ich nicht. Kannst du gleich wieder haben. Die kannst du gleich wieder haben, mein Freund. Ja, okay. Gehen wir mal rein hier. Hier scheint noch jemand zu sein. Hi, alles gut? Und zack. Skoma! Ja! Jetzt können wir endlich dieser Skoma-Abhängigen ihre Drogen geben. Wir sind eine Frau mit einer Mission. Der hat auch eine eigene Quest-Nachricht. Ah, sehr schön. Das waren alle. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die andere keine Mania-Anhängerin war. Ey, Kumpel. Alle sind weg. Don't you have work to do? Like getting rid of those demented bastards? Es klingt so dermaßen assi. Those demented bastards. Doubles, die sind alle weg. Die sind alle weg, Leute. Got all of them, did you? Good work. I promised you a reward, and here it is. Now go find some other work to do, you layabout. Alter, diss mich nicht. Was bekomme ich? 600 Gold! Boah! Okay, dankeschön. Goodbye. Gern geschehen. So Leute, wir haben 5 Leute ermordet. Ich bin sehr stolz auf uns. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Und unsere Tat wurde von übernatürlichen Kräften gesehen. Was kann das nur bedeuten? Wir werden es bald erleben. Wieder eine Quest erledigt. Sehr schön. So mag ich das. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Bliss zurück, beziehungsweise zu unserem wunderbaren Häuschen. Da lege ich mal ganz kurz die Sachen ab. Jawohl. New Shayoth Manor, da ist es. Schnellreise, perfekt. Wobei ich glaube, das eine ist schon ein Glaslangschwert, oder? Ich guck mal ganz kurz. Wenn wir schon ein Glaslangschwert da drin liegen haben und sogar ein magisches, dann brauche ich das eine ja gar nicht, ne? Ja, ist es. Okay, wird verkauft. Wird definitiv verkauft. Ich spring mal aus Lust und Laune hier runter. Dann... Noch kann ich tragen, noch kann ich tragen. Alles klar. Quests, wie sieht's aus? Pretower können wir nicht machen. Seeking Your Roots. Ja, das ist Zinderion in Skingrad. Oh krass, wir haben gar keine Quests mehr. Dann müssen wir jetzt mal diese ganzen Orte abklappern, ne? Gucken wir mal. Zum Beispiel Split haben wir jetzt abgegrast. Was ist denn... Ja, Hail. Was war nochmal ein Hail? Ich glaube aber, das haben wir schon gemacht, oder? War das nicht dieser Künstler? Ja, genau, das war der Künstler. Hat hier noch jemand eine Quest? Das ist die Frage. Why should I get up to greet the day when every living thing mocks me? Ach ja, das war die Depressive hier. The mighty gatekeeper has fallen. Fallen like my heart on a cold winter's day. Ach, sprich doch nicht so. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es dir so geht. Tall Trees Falling. Alles klar, geiler Name. Aber ich glaube, hier gibt es keine Quest mehr für uns, Leute. Welche Orte gibt es denn noch? Es gibt zum Beispiel noch Fellmore. Gehen wir doch mal Fellmore absuchen.
Vielleicht finden wir dort noch eine Queste. Ach, das war das hier. Okay, haben wir auch schon erledigt. Leute, ich glaube, wir kommen so langsam an unsere Grenzen. Ne? Der Hill of Suicides. Leute, ich gehe nochmal dahin. Ich möchte echt mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber zuerst schlafen wir eine Runde, bis es... Ach, okay, wir schlafen. Boah, voll gerülpst, Alter. Oh Gott, was greift mich an? Was greift mich denn jetzt an? Ich möchte mal diesen Zauber da, diesen... Was ist es denn jetzt? Nicht Absorb Health. Magicka Train. Nein. Strangulation. Den möchte ich mal gerne auf die... Auf die 5. Ja, warum nicht? Der ist nämlich sehr geil. Ich finde den Effekt sehr geil. Das ist so Hammer. Das ist hammergeil gemacht. Dass das einfach die, die Lebensenergie ganz kurz komplett runterschraubt. Da kann man ordentlich austeilen. Kann ich jetzt schlafen? Sehr schön. Ich möchte gerne... sagen wir mal 10 Stunden. Los geht's. So. Wo muss ich hin? Ja, der ist direkt vor uns. Ich war da noch nie und ich möchte jetzt echt mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Es müsste doch eigentlich hier sein. Oder etwa nicht. Ja, irgendwo hier muss es sein. Sehr seltsam. Ach, der kleine Hunger. Irgendwie ist hier nichts. Vielleicht weiter da oben. Vielleicht da drüben. Hallo? Lieber Herr Hunger, ist hier etwa der Hill of Suicides? Das wüsste ich sehr gerne. Ah, Mist, voll blockiert. Alter. Okay, Range. Wir brauchen Range. Das bringt nichts. Wir können dem nicht nahe kommen. Ah! Bleib mir fern, du Unhold. Okay, komm her. Zack, das war's mit dir, mein Freund. Zunge. Julie wurde gerade Augenzeuge meiner paranormalen Aktivität bei mir zu Hause. Seid ihr am Video chatten oder was? Ja, sind sie immer. Was ist passiert? Was ist passiert? Ausgerechnet jetzt, wo wir über den Hill of Suicides wandeln. Ich finde den aber einfach nicht. Also wenn er das hier ist, dann ist hier nichts Besonderes. Das irritiert mich. Oder ist es das da drüben? Ah, da stehen Geister. Das ist er. Und natürlich ein Skalon. Wie könnte es anders sein? Da muss natürlich ein Skalon stehen. Hier sind keine Enemies. Ich muss rasten. Lass mich rasten, bitte. Ah, danke. Es ging eine Schranktür auf. Ach du Schande. Oh, oh mein Gott. Da läuft es mir kalt den Rücken runter, ganz ehrlich. Ja, sowas gibt's aber. Sowas passiert manchmal. Ich habe auch schon solche Sachen gesehen. Das ist echt krass. Ich habe dich gesehen, mein Freund. Du brauchst dich nicht verstecken. Bist du sicher, dass du mit mir auf Tuchfühlung gehen willst? Keine gute Idee. So, und jetzt bist du tot. Zack. Alter.
Solange niemand aus dem Schrank kommt, bist du safe, Jesse, würde ich mal sagen. Aber das ist schon echt gruselig. Oh, okay. Das ist der Hill of Suicides. Das sind all die, die sich versucht haben zu ermorden. Gardeneri Ralvel. Du kannst mit dieser rastlosen Seele nicht sprechen. Oh nein. Die können nicht mal mehr mit einem sprechen. Das ist ja sehr, sehr schade. Das ist sehr bitter. Ein bitteres Los. Aber auf diese Art und Weise kann man Sheogorats Reich nicht verlassen. Mdesi. Und da oben steht Limark. Und hier ist noch jemand. Salon Javiria. Okay. Alles klar. Gibt's hier irgendetwas, wo man questmäßig irgendwas bekommen kann? Oder ist es einfach ein weiterer Landmark? Scheinbar ist es Letzteres. Gut. Gibt es noch irgendeinen Ort, den wir noch nicht entdeckt haben? Ich gehe mal hier oben hin. Da scheint es ja noch ein paar Dinge zu geben, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, hi. Da hinten, da ist ein Ort, da ist ein Dorf. Bleib stehen, mein Freund, bleib stehen. So. Deinen Stab nehme ich mal an mich. Oh, geil. Nehme ich sehr gerne mit. Was ist das für ein Ort da unten? Den haben wir noch gar nicht entdeckt. Ich glaube, den habe ich einmal gesehen und dann habe ich ihn irgendwie verloren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Naja, bin dran gewöhnt. Erik, wie lange streamst du heute eigentlich? 10? Ja. Klar. Ach, High Cross. High Cross, davon haben wir schon gehört. Hallo. Was arbeitest du denn? You're new here, so I'll try to be patient with you. I am compiling a taxonomy of every living thing in the Shivering Isles. The weather, changes in the moon and stars, and their interrelationships. I must not be interrupted. My work requires the highest degree of concentration. I hope I won't have to repeat myself. Ist ja gut, reg dich ab. Was ist mit dir los? Alter, was soll denn die Fresse? Ich hab dir nichts getan. Faszinierend. Sagt mir mehr. I have no time for idle chatter with dilettantes. Alter. When I'm finished with the Encyclopedia Shaothia, you may study it to your heart's content. Geil. Aber ich möchte helfen. My work is far too important to trust to you. Es ist wieder Überzeugungsarbeit nötig. Make it quick. Oh Gott, 3. 3. Naja, vielleicht klappt's ja. Ah, Bewunderung mag die jetzt, ne? Bewunderung mag die, okay. Witze mag sie gar nicht. Boast, also angeben, mag sie ein bisschen. Und das hier mag sie auch nicht so sehr. Okay, alles klar, alles klar. Wish I could. Not funny. What a... Let's just talk. Ich versuch's mal, Leute, ich versuch's. Not funny. Ja, ist ja gut. Oh, please. Wish I could say that. Oh, please. Oh, please. What a wonderful, remarkable... Ugh, ja. That's foul. Das war ein sehr dreckiger Witz. Die hat einfach keinen Humor, so sieht's aus. You can't scare me. Ach, komm schon. No, you do me too. Remarkable. You should be ashamed. Hey, ich glaube, wir schaffen's. Ich glaube, wir schaffen's. That's just talk, not fun. What a... Really now, you're such a charmer. Ja, oh. Let's just talk. Really now, you're such a charmer. Ja. Well done. You're revolting. Ja, was denn jetzt? Ich bin abstoßend. Ah, du bist so ein Charmeur. Du bist abstoßend. Ich hasse dich. Ich liebe dich. Okay. Darf ich jetzt helfen? You're offering yes. to help me with my research? Well, nice. I suppose I could find a use for you, despite your lack of training. Mm-hmm. Here's the list of things I need. Get me everything on it. Oh, gosh. Try to remember where you found it, so you can tell me. It's important. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott.
Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf diese Liste. Das ist bestimmt irgend so eine Endlos-Quest. Hast du noch ein Gerücht für mich? I don't like you and don't want to talk to you. Was? Was ist los? Du hast mich gerade zu deinem Gehilfen gemacht und jetzt sagst du, du magst mich nicht? Ja, du kannst mich mal kreuzweise, Mirili. Was ist das überhaupt für ein Name, Mirili? Ulven. Mirili Ulven. Alter. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Also die Logik habe ich nicht ganz verstanden. Das ist auch geil. Einfach nix drin, aber Hauptsache ein schweres Schloss dran. Super. Geil. So, wer bist denn du? Yeah, der geht voll ab hier. Ja, da ist noch ein bisschen Dreck. Kannst du mir da mal ein bisschen wischen? Greetings. Ach so, ich habe gerade gedacht, der hat eine Frauenstimme. Ah, a stranger in town. But as I always say, a stranger is just a friend I haven't met yet. Schöner Satz. Hey, friend, do you think you could help me out? I'm caught a bit short at the moment. Anything at all would be much appreciated. Was brauchst du denn? Da. Bitteschön. Runs in Circles heißt die. Sehr interessant. Rennt im Kreis. Ist auch mal ein cooler Name. Okay, hier hast du eine Münze, Bettlerin. Thanks a lot. Keine Ursache. Ah, kannst du mir etwas über den Research sagen? She doesn't like it when I run through her plants. All she seems to care about is collecting plants and animals. Okay. Bye. What? Anvil is all in an uproar. First the chapel attacked, now the prophet ranting about the... Jetzt reden die über Anvil, die können das doch gar nicht wissen. Haben die irgendeine Telefonleitung nach Cyrodiil oder was? Speak, madwoman. Ja. She is obsessed with collecting plants and animals. I'd steer clear of her. Now, do you mind moving? I need to sweep there. Ja, du darfst weiter putzen, mein Freund. Bruscus Dunnus. Was geht mit dir ab? Greetings. Alles gut mit dir? Ja, renn ruhig weiter. Wir müssen nicht reden. Ich wollte nur mal schauen, ob ich mitrennen darf. Komm, lass uns rennen. Wuhu! Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass die was sagt, während sie rennt, aber das macht sie jetzt gerade nicht. Schade. Das ist auch wieder so, ne? Die sucht bestimmt Pflanzen. Ich glaube, die sucht einfach Pflanzen. Alle Pflanzen, die hier wachsen, wahrscheinlich. Okay. Mirilis Liste. Obacht. Ja, die will alles. Die will alles. Oh mein Gott. Oh, der ganze Shit. Oh Gott. Okay, wir müssen von allem, was wir finden, irgendwas. Oh, Moment. Da waren auch Kreaturensachen dabei. Moment. Concealed Putrescence. Was ist das denn? Digestive Slime? Was? Gnarlbark. Okay, wir müssen nochmal einen Knorz erlegen. Grommite-Eier. Nein, bitte nicht die Hodensäcke. Nein. Ein Hundezahn. Eine Hungerzunge, habe ich sogar schon. Hytnom Azure Giant Spore habe ich gerade verkauft. Mist. Potpit. Rodscale. Skalonen. Ach, verdammt, ich habe die alle verkauft. Shambles Marrow. Oh, das wird lustig. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob wir noch viele Shambles finden werden. Eine Sumpftentakel. Ah, ich weiß es. Void Essence. Mist. Ich hatte das alles mal. Ah, verdammt. Na, das kann ja heiter werden. Da ist noch einiges. Da ist ein Camp und da ist eine Festung. Werden wir definitiv alles durchmachen. Wir sind hier, um alles durchzumachen. So sieht's aus. Kann ich dir jetzt schon irgendwas geben? Wartet mal ganz kurz. Hi. I hate these interruptions, but I suppose they're unavoidable. Ja. So, ich habe ein paar Sachen. Do you have any new items from the list? Jo. Excellent. I'll just take them.
These are perfect for my research. Thank you. Now go. Shoo. Alocasia-Frucht. Elytra. Boy, Hopp. Gnalbark. Hungerzunge. What? Nix, alles gut. Walter Root Potpit. Worms Head braucht die vielleicht. Ach, ich hab eine Void Essence noch gehabt. Ach, geil. Nein, Alocasia brauche ich doch gar nicht mehr. Ich sammle jetzt einfach mal alles. Ich sammle alles, was ich finde. Ja, das brauche ich auch. Super. Gut, dann gehen wir doch mal in dieses Camp da unten. Warum nicht? Und nehmen alles mit, was wir finden. Ah, da ist noch irgendwas. Okay. Was bist du? Unrefined Green Mode. Ich glaube, das war nicht auf der Liste. Hallöchen. Meine Liebe. Au, 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 au. Oh! 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 So. Destruction und leichte Rüstung sind nach oben gegangen. Da freue ich mich sehr. Was ist das für ein Camp da unten? Bestimmt wieder von solchen komischen Heretics, oder? Ganz sicher. Da ist ein Steg ins Nirgendwo. Skalon! Ich brauche deine Flosse, lieber Skalon. Gib mir mal deine Flosse, mein Freund. Reiche mir deine Flosse zum Gruße. Okay, gleich nochmal drauf und... Nein, 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 du musst dich wieder bewegen. Ach, verdammt, das war zu spät. Und tschüss. Skalonenflosse, sehr geil. Ja, das ist so ein Ketzercamp. Ein Ketzercamp. Ketzercampen sind dazu da, um sie auszuräuchern. So sieht's aus. Hallöchen. Der Kammerjäger ist da und du bist das Ungeziefer. Oh, 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 oh. Was? Transformierter? Transformierter Ketzer? Was bist du denn? Hast du den T-Virus oder was? Da ist noch einer. Okay, oh, geil. Geil, geil, geil. Das kann ich alles verkaufen. Da ist nichts drin. Okay. Oh, was war das denn für ein Trank? Ach du Schande. 700 Gold für einen Trank ist ein bisschen hart übertrieben. Oh, oder? Ach, da bist du. Ja, ich zeig dir, was ich habe. Und sofort tot. Zeig mir, was du drauf hast. Tot. Auf Wiedersehen. Jetzt können wir noch zuschauen, wie sie so amüsiert. Amüsant den Berg hinunterrollt. Sehr nice. Noch ein Camp. Ach, das ist ja... Breakneck Camp. Ja, dann werde ich euch mal die Hälse brechen, ihr Leute. Ihr lieben Leute. Bist du auch transformiert? Heretic Warpriest. Alles klar. Vorsicht, Vorsicht. So, einer ist down. Ach, shit. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Der hat mich gleich gekillt. Ich habe nicht abgespeichert. Ich bin doof. Drauf, drauf, schnell. So. Oh, Gott sei Dank. Ja, nehme ich sehr gerne mit. Torch immer gern gesehen. Jetzt finde ich die andere nicht mehr, oder? Ach, da ist sie. Sie scheint durch das Gras. Oh, jetzt muss ich aber bald verkaufen gehen. Beziehungsweise Dinge bei mir zu Hause ablegen. Ach ja, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Aber das habe ich, glaube ich, schon. Ist bisher das größte Camp von denen. Ist vielleicht so das Mutterschiff, sozusagen. Gold ist immer gut. Hui! Ach, das war's schon. Okay. Alles klar. Nein, nicht runterfallen. Mist. Ach, Mist. Naja, egal. Ah, das hier vielleicht noch. Red Kelp Gas Bladder. Ja, das war auch drauf. Das war auch definitiv dabei. Einfach mal eine Mauer für nix. Potion of Healing. Nice. Cool. Na schön. Wie sie das alles angerichtet haben.
Sehr nice. Sehr kultiviert. Ich werde mal ganz kurz nächtigen hier. Und dann gehen wir noch in die Festung rein. Mal gucken, vielleicht, wenn die sehr groß ist, dann war das vielleicht das Letzte für heute, aber man weiß ja nicht. Ja, ich sollte erst zurück nach Bliss, beziehungsweise in mein geiles Heim. Erstmal alles schön ausstellen. Ich stopfe mal die Vitrinen voll und dann schauen wir, ob wir irgendwann geilere Sachen haben. Greetings. Hallo, jetzt ist er nett. Das finde ich gut. Nett sein zahlt sich aus, wenn du für mich arbeitest, mein lieber Engner. So, da hätten wir noch was. Und hier. Da könnte ich doch noch was reinmachen. Was habe ich gerade gefunden? Zum Beispiel, Moment, ich habe Ebony. Eine Glas Warrex kommt definitiv hier rein. Oder kommt die da rein? Könnte ich auch machen. Wartet mal. Ich lege das ein bisschen weiter hier rüber. Ich habe da so eine Idee. So. Vielleicht kann ich die hier daneben legen. Das wäre geil. Ja, ich glaube, das könnte passen. Wartet mal. Aber natürlich abspeichern, bevor ich hier wieder ein Mess mache. Eine totale Unordnung. Wie es halt mein Metier ist. Leute. Also, kommt schon, Leute. Besser kann man es nicht hinlegen. Beim ersten Anlauf. Wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Okay, und hier kommt Ebony rein. Ich hoffe, dass die War Axe nicht zu fett ist. Ach nee, okay, geht. Die lege ich vielleicht auch an die Seite. So, hier irgendwie. Nein, nicht so rum. Nein, 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 nein. Ja. Ach, es ist eine heile Freude. Nein, nicht so. Ja, so vielleicht. So könnte es doch gehen. Und Ebony Mace. Hello. Besser geht's nicht, oder? Perfekt platziert. 25. Dankeschön. Dankeschön. Craygasm Bits für perfekt platziert. Dankeschön. Ja, also, das war nice. Ich kenne das halt, ne? Also dieses Hinlegen und Ordnen von Sachen in Oblivion ist halt wirklich eine Kunst für sich. Und wenn man dann mal so viel Glück hat, dass man es wirklich direkt gescheit hinlegt, dann ist man sehr, 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 sehr glücklich. Ja, warum denn nicht? Ich lege es erstmal so hin und das sieht doch nice aus. Sehr symmetrisch. Was machst du da? Du warst sehr schön symmetrisch gelegen. Was soll das? Was soll das jetzt, du verdammte Mace? Was war das denn? Was war das? Bleib doch so. Ich glaube, die ist zu fett, oder? Okay, so lassen wir es. Sehr schön, abspeichern. Was könnte ich denn hier reinstellen? Habe ich irgendwelche krassen Sachen, die ich da reinstellen könnte? Wartet mal. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Die Eileiden-Statue könnte ich mir reinstellen. Nee, habe ich jetzt irgendwie nichts. Aber egal, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Der Rest wird jetzt dezent verkauft. Beim wunderschönen Ork in Bliss. Ich bin einfach zu faul und mache eine Schnellreise. Für eine Reise, die ich in 5 Minuten gelaufen wäre, nicht mal wahrscheinlich. You thought you could escape Lord Sheogorath's justice? Your stolen goods are now forfeit, and you can either pay reparations or face the dungeons. Okay. Das ist, weil ich die Typen umgebracht habe. Alles klar, ich bezahle. A coward, as well as a criminal. Very well. Perhaps I'll have a chance to test your mettle another day. Test my mettle. You'll come with me, and you'll be searched for stolen property and pay reparations. Then you're free to go. Das ist jetzt mies, wie es gerutscht ist. That's what she said, Juli. Habe ich jetzt irgendwas verloren? Irgendwas Wichtiges? Ich glaube, geklaut habe ich nie, oder?
Also ich glaube, es ist nichts geklaut von meinen Sachen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hm. Ja, sieht gut aus. Der Typ hat eh noch nicht geöffnet. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Mixturen. Sweet Cake habe ich, aber nicht Sweet Roll. Das ist sehr, sehr... ich habe sowieso nichts. Ich habe nichts zum Mischen. Mist. Okay, warten wir halt ewig, bis der Typ mal aufwacht. Wie steht's um den Zustand deiner Rüstung? Ich glaube nicht so gut. Ich muss mal wieder... Oh, ich habe viel zu lange geschlafen. Oh, Mist. Hallo. Welcome back, friend. Ja, reparier mal. I can make just about it. So. Always a good idea to protect yourself. I can help with that. Aber hallo. So, das kannst du haben. Und das kannst du haben. Und das hier. That seems fair to me. Und ansonsten glaube ich nix, oder? Nee. If you need any... Ja, ich komme wieder. Remember, come to me for all your crafting needs. Huh. Die ist öfter hier, ne? Sehr seltsam. Hi. All hail the victor of Sylar. All hail the great torch of Mania. Mua. Mua. So will ich das hören. Das ist nice. Yes. Kann ich dir noch was verkaufen? Ich glaube irgendwie nicht, ne? If the price is right. Ja, den Kram brauche ich nicht. Und das hier brauche ich nicht. You've got a good deal there. Da war noch irgendwas anderes. Irgendwas. Wartet mal kurz. Ja, das braucht kein Mensch. I can accept that. Schattenbahnwein. Ach, Skoma, ja, da war doch was. Jetzt können wir endlich die Jetzt können wir endlich die Drogenabhängige versorgen. You've got a good deal there. So richtig verantwortungsvoll. Intelligenz 46 Gold. Ich verkaufe meine Intelligenz für 46 Gold. You've got a good deal there. Was sagt ihr dazu, Leute? Was sagt ihr dazu? Ah, komm, brauchen wir nicht. That seems fair to me. Weg damit! Unnötiger Ballast. Auf Wiedersehen. 69 Dietriche. Du hast 69 gesagt. So, wo ist sie denn? Das letzte Mal haben wir die nicht gefunden. Wo ist die Drogenabhängige? Weißt du das? Die läuft manchmal hier rum und manchmal nicht. Ich hoffe, ich finde die. Die ist irgendwie sehr, sehr schwer aufzufinden. Aber wir haben eine Mission. Wenn sie Drogen will, soll sie sie bekommen. Ich habe mehr als genug. Ich habe 8 Flaschen Skoma dabei. Härteste Drogen. Was? Fribbel? Was hat er gesagt? Hat er Fribbel gesagt? Das letzte Mal war sie hier. Aber jetzt ist sie es natürlich nicht. Wo läuft sie rum, Leute? Wo läuft sie rum? Das ist die große Frage. Hallöchen, Drogentante. Wo bist du denn? Vielleicht hier hinten? Oder da oben? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden hier. Warum die hier so Kämpfe veranstalten. Und vor allen Dingen wann. Ach, meine Lippen reißen schon wieder auf. Der Rixon vorhin, der hat's wirklich schon kommen sehen. Das passiert halt einfach, wenn man viel redet. Dann verhaspelt man sich leichter und die Lippen tun weh. Aber das ist mir völlig egal. Ich mach's gerne. Die ist nicht hier, verdammt. Sie ist nicht hier. Die sitzt jetzt irgendwo rum. Vielleicht unten in der Kneipe. Ich guck mal ganz kurz. Könnte sein. Oder hier. Metal Door. Voll die Metal-Tür hier. Besser eine Metal-Tür als eine Pop-Tür, sag ich da mal.
Ach, ich will ja noch die Festung machen. Holy shit. Entschuldigung, was? Was hat die gefragt? Shit. Ich hab's nicht gelesen. I'm sorry to trouble you again, but I think the cure has worn off. I feel the cold grasp of death sneaking up on me once more. Ja, ja. Would you please get some more Aquanostrum from Knotty Bramble for me? Nee, komm, also, nee. Das ist eh nur ein Placebo. Das ist definitiv ein Placebo. Das bringt dir gar nichts, meine Liebe. Ich gehe jetzt nicht nochmal den kompletten Knotty Bramble durch. Also so hart nötig habe ich es dann doch nicht. Erik, du Märtyrer, aber hallo. Ich bin ein Obermärtyrer. Er redet selbst mit aufgerissenen Lippen. Boah, Alter. Das ist ein Held. Ein Held von Twitch. Ein Held, wie er leibt und lebt. Alter, kann ich da rüberspringen? Hui. Ja. War jetzt vielleicht keine gute Idee. Es gibt definitiv bessere Ideen. Ach, shit. Ah! Egal. Können wir ein bisschen Restoration trainieren? Okay, die ist nicht da. Vielleicht treffen wir sie irgendwann nochmal. So, und jetzt zurück zu dieser Festung. Wo ist die denn? Ich guck gleich, noch fertig heilen. Leti! Hallöchen! Leti! Was geht ab? All hail the great torch of mania. Yes, genauso will ich angesprochen werden. Ich liebe es, ich liebe es. Ich gehe so gerne durch Bliss. In Bliss hat mich einfach jeder lieb. Hallo, freut mich total, dass du noch einschaltest. Ich bin leider gleich schon fertig wahrscheinlich. Ich mache noch eine Festung durch aber. Und die kriegst du jetzt mit. Und wo ist die? Wo ist die Festung? Warte mal kurz, die ist jetzt hier oben, ne? Genau. Ich gehe mal zum Breakneck Camp zurück. Breakneck Camp. So. Nicht vergessen, wenn ich es vergesse, dann tadelt mich aufs Schärfste im Chat. Ich muss alle Pflanzen einsammeln. Die nicht mehr, aber es gibt einige Pflanzen, die wir noch brauchen. Wir haben eine lange, lange Liste. Ich habe nicht nur eine lange Leitung, ich habe auch eine lange Liste. Du zockst nebenbei und lässt Stream laufen. Bissel im Lurk. Geil. Lässt Stream laufen. Das kann doch kein Mensch aussprechen. Bitte seid nicht so hart mit mir. Das sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwas versteckt, oder? Das sieht hart nach versteckt aus. Ah, und es ist wieder Abend. Und ich habe mein Duskfang wieder. Duskfang, ich habe dich sehr lieb. Oh nein. Ich glaube, das ist so ein Oberknorz, oder? Ach, verdammt. Ja, ist ein Oberknorz. Es ist ein Oberknorz. Man muss es nur gut timen. So. Perfekt. Amber nehme ich sehr, sehr gerne mit. So, nochmal ganz kurz heilen und dann geht's rein. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Hunde. Ich brauche Hundezähne. Sehr geil. Perfekt. Komm mal her, du. Man muss halt leider... Ja. Ich hätte diesen Spell... Alter. Hör mal auf. Ich hätte diesen Spell mit dem Leben entziehen, also für ganz kurz, hätte ich sehr, sehr gerne als einen Range-Zauber. Bonzen! Bonzenhund! Hat Gold dabei! Unfassbar! So, was ist das hier? Bitte, bitte! Ebroka! Ebroka! Kenne ich wirklich nicht. Ebroka ist mir völlig neu. Ach, dich brauche ich auch! Sehr schön! Dich brauche ich auch im Sortiment, mein Lieber. Kann es sein, dass der Zauber dir nichts antut? Das wäre suboptimal. Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Range-Zauber raus und nix wie weg. Steck das Schwert ein und mach auf Range.
und nicht stecken bleiben. Bin wieder da, mein Internet hat versagt. Mist! Shambles, ich brauche dein Rückenmark. Ich brauche dein Rückenmark. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch auf der Liste steht. So, Ruhe. Wo bin ich jetzt? In der Textur gefangen. Ja, Bone Shard. Genau das brauche ich. Bone Shard. Ein Knochensplitter der Shambles. Perfekt. Auch abgearbeitet. Toll. Wir machen kontinuierliche Fortschritte. Ach, dieser geile Nachthimmel. Eine Schande, dass ich jetzt rein muss. Ich glaube, das haben... Oh, Särge? Nein. Nein, bitte nicht. Oh, wenn das ganze Ding jetzt voll ist mit denen, ey. Das halte ich nicht aus. Ich halte es nicht aus. Naja gut, dauert halt einfach nur ewig, ne? Wir brauchen einen starken Range-Zauber mit Leben entziehen. Merkt euch das mal. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für meine zukünftige Karriere. Okay, jetzt der hier und dann ist Ende. Ah, nein. Das brauche ich. Nicht Bone Shard, sondern Bone Marrow. Sehr schön. Okay, darf ich jetzt mal mich umschauen? Wäre das möglich? Wäre das möglich? Dort sind Särge. Das ist ein bisschen beunruhigend. Oh, da ist Gold drin. Nice. Gold und hier sind Grafikfehler drin. Warum nicht? Da geht's rein, aber ich hätte gerne noch das hier untersucht. Ja, Flawless Pearl! Der braucht Flawless Pearls, oder? Für die Quest. Egal, ich sammle jetzt alles, was Flawless ist. Okay. Noch was hier? Scheinbar nicht. Dann gehen wir doch mal rein. Das letzte für heute, eine Ruine. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ebroca Desenia. Oh yes, baby. Oh yes. Hinein! Fackel raus und let's go. Super. Das geht ja gut los. Ja, das ist ja ganz toll. Okay, dich muss ich jetzt mit dem Ding hier besiegen. Geht halt nicht anders. Nein, falscher Zauber. Ne? Falscher Zauber. Ach, Mist. Ah, verdammt. So. Ende. Mein Gott. Die haben es aber auch echt drauf, die Typen, echt. Was ist denn hier mit diesen Särgen los? Das irritiert mich doch ein bisschen. Das Skelett hat nichts dabei. Selbstverständlich. Oh Gott, wenn jetzt hier alles voll ist mit diesen Shambles, dann bin ich aber sowas von lost hier. So. Watcher's Eye. Könnte ja sein, dass ich das brauche. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Alter. Wo kam der denn jetzt her? Oh, shit. Es tut mir leid. I'm sorry. Tinnitus, Alter. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dead by Day... Vergesst Dead by Daylight. Dead by Headphones. Das ist angesagt. Das ist der wahre Horror. Alter, es tut mir leid. Scheiße. Jetzt habe ich wieder dieses nervöse Lachen.
wenn ich mich total erschrecke. Shit. You were using headphones too? I'm sorry. I'm so sorry. Oh Lord. Oh Lordy Lord. Was greift mich an? Oh. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Ich wette mit euch, dann geht hier eine Falltür auf. Ich wette. Ich wette darum. Wenn ich jetzt Telekinese hätte, könnte ich es auch von hier versuchen. Aber habe ich natürlich nicht. Und ich bin total geschwächt. Ich trinke mal so einen Trank, ne? Man hat ja sonst nichts zu tun. Wobei, die will ich eigentlich sparen. Dieser verdammte Hund, ey. Dieser verdammte Hund. Ich, okay. Jetzt kann ich auch rasten. Alter. Leute, es tut mir leid. Ich muss nochmal aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Have to go to the loo. I will be back in a second. Ich bin zurück. Alter, schon sind zwei Leute weg. Die haben sich gedacht, nö, also Klogang geht gar nicht. Der hat gefälligst eine Flasche sich unten hinzubinden. So, Leute, los, weiter geht's. Let's go. Hoffentlich ohne Hunde-Jumpscares von hier an. Okay, ich drück mal auf den ersten Knopf drauf. Was passiert? Ja, das war klar. Ich drücke auf den zweiten. Ja, das war auch klar. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Nein! Shit! Oh, fuck. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Drück da drauf, drück auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Ah! Oh krass, das geht immer weiter. Das geht immer weiter runter. Ja geil. Ich bin begeistert. Ich gehe vielleicht erstmal so ganz normal hier runter. Schau mir das hier so ein bisschen an. Okay. Bisschen Schloss knacken kann nicht schaden. Cool. Das ist also eine komplette Falltürenfestung hier. Man reist durch die Falltüren durch die Festung. Cool. Nice Idee. Sehr geile Idee. Aber erstmal hier normal gucken. Lederschilde ohne Ende, warum auch immer. Aha. Iron Claymore. Ich höre Dinge, die mich beunruhigen. Oh. Aua. Voll reingelatscht. Einfach voll reingelatscht. Genau wie der hier. Was greift mich an? What the fuck? Schon wieder ein Hund! Was ist denn los? George, rette mich! Nein! Nein! Oh, fuck! Ich sterb! Ich sterb! Das geht nicht gut aus hier. Hallo? Moment. Moment. Das kriegen wir schon noch hin. Das kriegen wir schon noch hin. Puh. Alter. Oh mein Gott. Lordy Lordy Lou. Bad Doggy. Bad. Ja, da öffnen sich die ganze Zeit irgendwie... Was ist denn da oben los? Hallo? Alter, was geht denn da ab?
Krass. Tja, jetzt sind wir hier unten. Jetzt müssen wir auch klarkommen. So sieht's halt aus, Freunde. Ist das auch eine Falltür? Well, look who's here. You. How about that? Träpsche! Träpsche! Spreche ich das richtig aus? Träpsche, herzlich willkommen auf dem Silberfischer-Kanal. Dankeschön für deinen Follow. Ich bin begeistert. Hervorbrechend, heraushängend. Sehr, sehr geil, dass du da bist. Dankeschön. Freue mich sehr. Nein, da komme ich her. Das hat sich gereimt. Ich bin so awesome. Drück den Knopf, mein Freund. Drück den Knopf. So, weiter geht's. Ich gehe nochmal rauf. Es war nämlich nicht meine Absicht, hier runterzufallen. Ist da irgendetwas in der Mitte vielleicht? Ich speichere ab und dann springe ich mal rüber. Nee, ich glaube, hier ist gar nichts, ne? Okay. Wir haben nichts verpasst. Das freut mich sehr. Holy shit! Okay, sehr, sehr wertvoller Kram. Sehr gut, der Loot. Wieso? Da geht's wieder raus, ne? Das ist nicht gut. Ich muss zurück. Ich will ja nicht wieder raus hier. Ich muss mich da runterfallen lassen. Ansonsten klappt es nicht. Das ist schon mal klar. Ich gehe mal ganz kurz hier raus und säubere den Ausgangsbereich. Ah, da kann man gar nicht raus. Da kann man nur reinfallen. Das ist ja geil. Ich mag diese Festung. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Hier war ja nichts mehr, oder? Das war einfach nur, wenn man hier runterfällt. Träpsche, sehr gern. Viel Spaß noch. Ich schaue bald wieder rein. Aber jetzt muss ich ins Bett. Ja, schlaf gut. Gute Nacht. Dankeschön für deinen Follow und vielen herzlichen Dank, dass du reingeschaut hast. Bist jederzeit herzlich willkommen. Bis bald! No, 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 no. Das war nix, das war nix. Gute Nacht, süße Träume, Träpsche. Okay, ich mach's mal in Third Person. Vielleicht bin ich da nicht so bescheuert. Ja, hat funktioniert. Und jetzt versuchen wir uns mal da runterfallen zu lassen. Das kann ja heiter werden. Ich probiere erstmal das linke. Okay, was wird passieren? Hier ist gar nichts anscheinend. Oh, nice. Werde ich eventuell ausstellen. Aber es geht ja noch weiter nach unten. Ja. So. Irgendjemand hier? Ja, jetzt hängt er da oben fest, ne? Okay, hier geht's noch weiter nach unten. Ja, leck mich am Keppel. Geil. Flamestalk brauche ich bestimmt. Blisterpodcap. Ja, super. Ich kann hier meine ganze... Oh. Da wollte jemand Feuer unterm Hintern haben. Hochinteressant. Dann mache ich mal nochmal hier auf, was da unten zu sehen ist. Das ist eine Falle da unten. Da möchte ich nicht rein. Vorsichtig. Ja, da unten sind zwei Skelette. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht ist da noch was versteckt. Mal gucken. Ja, da ist was versteckt. Sehr nice. Aua. So, ich heile mich mal schnell. Ich will ja hier den ganzen Loot mitbekommen. We want you alive for the next stream. Goodbye. Just look out for monsters below your bed. Ja, das sollte der Träpsche definitiv machen. Das solltet ihr alle machen. Bei mir passt eh nichts drunter. Ich habe so eine Schlafcouch, da passt nichts drunter. Das ist vielleicht so ein Zentimeter Abstand. Also ein Zentimeter große Monster passen drunter, ansonsten nix. So, jetzt drücke ich mal hier drauf. Und dann hier drauf und dann geht's weiter. Das geht immer weiter nach unten, das ist so geil. Das ist so geil. Ich lieb's. Ich lieb diese Festung, diese Idee. Okay,
Ich möchte natürlich wieder dort runterspringen, wo es etwas zu entdecken gibt. Moment. Dort ist wieder einfach nur eine Falle, okay. Fallen mag ich nicht so gern. Na, da ist doch was. Sehr geil. Dankeschön. So. Ja, und nun? Okay, vorsichtig, Leute. Was ist da unten los? Das sieht irgendwie sehr, sehr, sehr bedrohlich aus. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier haben schon viele bluten müssen. Nachti! Oh, Nachti ist ja goldig. Nachti ist nice. It means like nighty night. Like a cute way of saying good night. Ja, ihr seid da oben und ihr kommt nicht an mich ran. Weil ihr keine Knöpfe drücken könnt. Ihr seid so bescheuert. So, wo geht's jetzt hier hin? Wahrscheinlich wieder raus, ne? Nein, da geht's weiter. Yes, baby. Geil. Oh, die Schalter. Das ist die Schalterfestung. Ich liebe es. Okay, erstmal normal da vorne hin und dann gucken, was es hier so gibt. Flawless Pearl. Nein, Flawed Pearl. Mist. Potion of Healing habe ich sehr gerne. Crystal Ball brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Ah, Mist, ich habe keine 69 Dietriche mehr. Ja, nehme ich alles mit. Warum denn nicht? Das brauche ich nicht. Erstmal gucken, was hier so läuft. Da ist auch ein Schalter, oder? Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Ah, wo kommst du denn jetzt her? Was soll das? Skelett-Champions, Mist. Das ist nicht gut. Ah, shit, shit, shit. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Tschüss. Ich muss hier weg. Trink einen Heiltrank. Ganz schnell. Das muss rein. Rein mit dem Heiltrank. Ohne Witz. So, dann kommt mal her, Leute. Kann ja nicht sein, dass ihr mich hier platt macht. Folgt mir, meine Freunde. Ach, das andere bringt einfach mehr. Oh. Au! Nein! Ach, shit! Sackgasse! Vorsichtig. Super, nehme ich sehr gerne mit. Super Sache, sehr geiler Loot. Loot, Loot, Loot. Loot tut gut. Stirb! Stirb doch endlich, bitte! Oh. Ach, verdammt nochmal. Oh oh. Okay, Trank, 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 Trank ohne Ende und ich brauche das andere. Ich brauche das andere Schwert. Grand Amber Sword. So sieht's aus. Kannst du dich vielleicht ein bisschen schneller heilen? Das wäre super. Shit, shit, shit. Alle auf einmal ist halt echt nicht nice. Okay, einfach draufkloppen. Nee, das ist echt hart gerade hier. Jetzt stirb doch endlich. Kann doch nicht sein. Wie viel hältst du denn aus? Ja! Level up! Stirb doch endlich, bitte. Ah, oh mein Gott. Es ist so furchtbar. Wie kannst du noch leben? So, na endlich. Heiltrank. Ich brauche viel mehr Heilung. Viel mehr Heilung, mein Freund. Okay, ich mach dich platt. Komm her. So, one man down. Und auch du wirst dich meinem Schwert nicht entziehen können. Komm her. Ach, Mist. So, jetzt bist du dran. Oh. Alter. Holy shit. Huh!
Jetzt reicht's aber, ey. Erstmal völlig rasten. Völlig ausrasten. Nighty night, nachty nacht. Oh, that's cute. That is so cute. So, jetzt werden Knöpfe gedrückt, meine Lieben. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen, aber... Ach, geil. Ach komm, nehme ich alles mit. Sehr nice. Noch ein Sarg. Warum nicht? Da sarg ich nicht nein. Ah! Irgendwas versteckt hier? Nein, anscheinend nicht. Weiter geht's. Weiter im Text. Da ist ja auch noch ein Schalter. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich bin so... Es tut mir leid, Leute. Ja, ich bin gierig genug. Ich bin gierig genug, um das jetzt alles aufzulesen. Kommt einfach mal Geld runter. Wie geil ist das denn? Ein Goldregen. Mauzi hat Zahltag eingesetzt. Ah, Gold. So viel Gold. Ich hab's echt nötig, oder? Sagt's ruhig. Sagt es ruhig im Chat. Das ist erbärmlich, was ich hier gerade mache, oder? Das sind insgesamt vielleicht so 20 oder so. Geil. Na, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist schon ein bisschen mehr. Ich warte auf eine einzigartige Münze. Die hat sich auf die Seite gestellt. Das muss man erstmal hinkriegen. Wenn ich das versuchen würde, ich würde es nicht hinbekommen. Sehr nice. Noch eine, die sich auf die Seite gestellt hat. Ich meine, what are the odds? What are the odds? Das ist against all odds, Leute. Gleich kommt Phil Collins rein und singt ein Lied. Ist zum Glück kein Piano hier. Was war denn das andere, was ich da noch so gierig eingesammelt habe? Das war irgendein Stein, oder? Ich glaube, es war einfach eine Perle. Doch, es war ein Flawless Diamond. Geil. Aber ich brauche doch Flawless Pearls. Da ist auch noch was. Okay. Ah, das ist einfach die Tür. Okay, geil. Freue mich sehr. Oh oh. Ein Elfenschild. Nice. Den werde ich definitiv zu Hause ausstellen. Was greift mich an? Holy shit. Ein Skelett, das ein anderes Skelett beschwört. Skelettception. Alles voll mit Skeletten. Holy shit. Ist das jetzt wieder geladen? Tatsache. Skelettarmee. Ich muss nur den richtigen erwischen. Ich glaube, der vornere ist, der ist halt beschworen, ne? Ja. Shit, der ist beschworen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Stirb! Skelettbrut! Yes! Den muss ich loswerden hier. Das ist der OG-Boy. Ah, shit! Rückzug! Rückzug, holy shit! Heilung. Zieh es dir rein, mein Freund. Meine Freundin. Meine ich natürlich. Mist! Mann, sind die stark! Kann jetzt vielleicht mal einer von euch sterben? Das ist ja unglaublich. Stirb doch! Dankeschön. So. Ich muss mich schon wieder heilen hier. Okay, komm, der letzte. Den packe ich jetzt auch noch. Dein Blut klebt an deinem... Mein Blut klebt an deinem Schwert. Das gefällt mir nicht. Es sollte anders herum sein. Wobei, du hast gar kein Blut mehr. Du hast ja gar kein Blut mehr. Wo ist dein geiles Schwert? Es wird definitiv verkauft. You know I love you, but I just can't take it. Ja, genau. Jetzt fangen wir alle an zu singen. You know I love you, but I just can't take it. You know I love you, but I'm in too deep.
Ist von Genesis, ja. Ist aber nicht Against All Odds. Ein toter Wood Elf. Mit einer Sealed Correspondence. Was ist das denn? Aber ich habe das Album, wo das drauf ist. Das ist, glaube ich, We Can't Dance, oder? Mein Lord, ich bedauere es euch... Well, look who's here. You. How about that? Daniel 7574. Hey, ich mag deine Haare. Hell yeah. Die Langhaarigen übernehmen Twitch. Vielen herzlichen Dank für dein Follow. Ich freue mich. Das ist ja super. Sashapedia, hey, da bist du ja noch. Du kriegst mich gerade noch mit. Das ist der letzte Dungeon für heute. Wir haben schon seit 19 Uhr gespielt und das ist der letzte Dungeon. Es ist aber auch wirklich ein richtig geiler. Marvin 18992. Hey, Mr. Marv, was geht ab? Hi. So, wir haben einen toten Waldelfen gefunden und er hatte das hier bei sich. Ich bedauere, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass meine Rückkehr nicht so schnell sein wird, wie ich ursprünglich gehofft habe. Wie ihr wisst, wurde ich wegen einer Familienangelegenheit weggerufen, deren ganze Gestalt mir nicht bekannt war, als die Nachricht des Kuriers ankam. Dieser verdammte Kurier, das ist bestimmt dieser Hardcore-Kurier. Der Hardcore-Kurier aus Skyrim. Alter, ich kann nicht mehr reden. Viel zu schwierige Worte hier. So viele Worte. Das ist dieser Hardcore-Kurier aus Skyrim. Der dir einfach, egal wo du bist, egal was du gerade machst, er wird dich finden und er hat eine Nachricht für dich. Jetzt, da ich hier bin, ist es klar, dass ich ein paar Tage länger hier verbringen muss, bevor ich wieder gehen kann. Ich weiß, dass ihr wissen wollt, warum genau ich weg bin. Deswegen werde ich uns beiden die Kopfschmerzen ersparen und es jetzt erklären. Das Familienmitglied ist ein älterer Cousin. Technically, wie soll man das übersetzen? Halt ein Patriarch meiner Familie, der ohne Unterlass daran gearbeitet hat, unsere Familienkrypta nach dem Tod seiner Mutter zu restaurieren. Das ist wahrscheinlich das, wo wir gerade sind. Da er weiß, dass ich sehr an Steinarbeit interessiert bin, wollte er meine Hilfe haben mit einigen Dingen, die er installieren wollte. Und er wollte die Arbeit beenden. Okay. Es wird wahrscheinlich eine ganze Woche lang dauern. Was mich persönlich angeht, die Ruinen selbst sind sehr faszinierend. Ja, das haben wir schon gesehen. Das ist eine sehr faszinierende Ruine hier. Ich hoffe, ich bekomme die Zeit. Ich hoffe, ich habe die Zeit, um ein paar Sketche anzufertigen. Ihr erinnert euch an die Zeichnungen meiner letztjährigen Reisen. Natürlich. Oddly. Against all odds. Seltsamerweise kann ich mich an nichts von meinem Trip nach meinem... ich kann mich an nichts erinnern von dieser Reise, nachdem ich meinen Escort getroffen habe. Alter, lässt dich hier mit Escort-Frauen ein oder was? Aber mir wurde gesagt, dass diese Stätte sehr nah an der Grenze ist, obwohl diese Struktur nicht der Nordruinen entspricht. Was? Hä? Und die Luft ist seltsam heiß für eine Skyrim-Ruine. Was? Der redet überhaupt nicht, als wären wir in den Shivering Isles. Ist das hier etwa... Alter, wenn das hier ein Gateway zwischen den Welten ist, dann lache ich mich kaputt. Dann bin ich aber sowas von dermaßen lost. Der scheint in Skyrim hier reingekommen zu sein und dann kommt man auf den Shivering Isles wieder raus? Ernsthaft? Wenn das wirklich klappt, lache ich mich tot. Ja, ach, who doesn't love Jesus' hair? Yeah!
Ja, du. Look who's here. You. How about that? Und noch jemand ist im Followen. Ja, was ist denn hier los? Langi05. Dankeschön. Der Gamer Jesus heißt dich willkommen auf den Shivering Isles. Danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ich habe die ganze Zeit geschlafen, deshalb war ich nicht früher da. Muss man mal machen, oder? So einen miesen Kater gehabt. Hast du wieder zu viel gesoffen, oder was? Halleluja! Und morgen muss ich um 5:30 aufstehen, weil ich Frühschicht habe und bin hellwach. Das Problem habe ich auch oft, Sascha. Haben bis 5:30 heute früh noch Fall Guys gezockt. Bis 5:30? Seid ihr denn wahnsinnig? Ich habe es aber gesehen. Ich habe es mitbekommen auf Instagram. Ihr habt andauernd wieder geteilt und geteilt und geteilt, dass jemand Neues dazugekommen ist und so weiter. Krass. Ihr seid echt krass drauf. Beziehungsweise, heute Mittag war ich wach und ab 18 Uhr fiel ich wieder in den Schlaf. Hell yeah. Jesus' hair is a holy hairy thingy. Yes it is. I pray it every day. Amen. So muss das sein, The Endester. Every woman is jealous of his hair. Ach was, du hast auch schöne Haare, Sascha. Ich hab's live gesehen. Also nicht wirklich live, aber live on Twitch. Das wäre ja mal mega. Wie war dein Tag so? Mein Tag war sehr schön. Ich habe meine Eltern besucht nach langer Zeit und das ist immer eine sehr erhebende Sache für mich. Die sind schon Mitte 70, man weiß ja nicht, wie lange man sie noch hat, ne? Und man muss sagen, das letzte Jahr war sehr hart für mich und ich bin durch einige sehr schwierige Perioden gegangen und meine Eltern waren halt die ganze Zeit die einzige Konstante. Deswegen, ich bin ihnen unendlich dankbar dafür. Da muss man auch mal besuchen, muss man sich die Zeit einräumen. Das muss man einfach mal machen. Ich habe nach dem Stream gesoffen mit den anderen im Discord. Es hat halt mega Spaß gemacht, da wollte man nicht aufhören. Alter. So. So, was geht denn hier ab? Ich höre, wie mein Name gerufen wird. Ich schau mal besser nach, was gebraucht wird. Und gebe diesen Brief einem Kurier, bevor noch mehr Zeit vergeht. Ich hoffe, er wird euch erreichen. G. Maliphant. Tja, der hat ihn leider nicht erreicht, aber das ist hochinteressant. Der ist in Skyrim in diese Ruine rein und ist dann in den Shivering Isles gelandet. Auf den Shivering Isles. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Masse. Okay. Der Abschnitt einer Ruine, der Masse heißt, finde ich sehr geil. Erstmal wieder heilen. Ich drop mal einen ordentlichen Save hier. Einfach mal so ein Save in den Raum knallen. So, da. Ich habe eigentlich einen Level Loop, aber ich kann halt einfach noch nirgends rasten. Weißt du, so völlig ausrasten und so. Boah, Alter, erstmal. Boah, zweimal. Falltür? Keine Falltür, okay. Ich rülps hier rum wie so ein Olifant, ey. Da geht's gleich weiter. Alter, wie groß ist denn diese Festung? Das ist ja unglaublich. Ich hab gesagt, nur noch eine Festung und dann kommt hier einfach so ein Riesenteil. Oh oh. Vorsichtig. Immer schön vorsichtig bei denen. Die sind sehr gefährlich. Ah! So. Let's go. Diese Fackeln, die halten ganz schön lange, ne? Also ich bin überrascht. Das ist immer so, oder? Man sagt, ich mach noch einen Dungeon. Und dann ist es einfach der größte Dungeon des Spiels. Kaum lobe ich die Fackel, geht sie aus. Story of my life. So, hi. Du kommst hier nicht durch, oder? Das finde ich sehr gut. Aber du kommst durch. Oh oh. Oh oh, ein größerer, gehäuteter Hund. Und viele Skelettschergen. Alter, da geht's voll ab. Alles voll mit Viechern hier. Shit. Oh shit. Okay, Hund ist down. Skeleton Champion, das ist nicht gut. Oh oh. Okay, andere Waffe. Nein, nicht die. Obwohl, sieht auch geil aus. Will ich aber nicht haben. Grand Amber Sword, wenn's geht. Dankeschön. Ah, scheiße. Falsches Skelett. Alter, was ist denn da hinten los? Oh mein Gott, den müssen wir alle besiegen. Das kann nicht dein Ernst sein.
Das Gute ist, dass die alle feststecken, ne? Die kommen nicht durch. Schon wieder die... Oh, fuck, fuck, fuck. Rückzug. Rückzug. Jetzt brechen sie durch. Jetzt brechen sie durch. Mist, Mist, Mist. Ich hab doch gar nicht mehr so viel Heiltränke. Shit, shit, shit. Das ist nicht gut. Oh, oh. Es könnte sein, dass wir gleich sterben, Freunde. Das könnte durchaus sein. Ich renne mal einfach blöd da in der Ecke rum. Oh, fuck. Da sind die drei Freunde. Kann jetzt vielleicht mal einer von euch sterben? Ist das möglich? Nein, lass mich durch! Lass mich durch! Shit! Shit! Shit, 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 shit! Okay, das wird nichts hier. Das wird doch nichts, ey. Das ist ja furchtbar. Kannst du jetzt mal sterben? Kann einer von euch mal sterben? Das wäre sehr schön. Nur einer. Komm, einer bitte. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Falscher Trank. Ach, lecco mio. Ah, shit, was mache ich jetzt? Okay. Einer ist down. Einer ist down. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Und alle meine Heiltränke sind weg. Yes, baby, yeah. Ah. Ganz kurz mal verschnaufen, Chat lesen. Gott sei Dank habe ich Skyrim auf der Switch. Ist zwar übel schwer für mich, auf der Konsole zu spielen. Ich glaube, ich mache das gleich noch. Hab gerade Lust drauf. Ist genauso wie, ich mache nur noch eine Runde. 3 Tage später, ganz genau. Ja, Juli und Skyrim Aria haben auch Skyrim auf der Switch. Normalerweise spiele ich es am PC, okay. Todd Howard is probably thinking of releasing Skyrim on Watches. Ja, das wär's, das wär's. Einfach überall Skyrim, egal wo du hingehst. Ich kann halt mit Controller-Steuerung null umgehen, bin geborener PC-Gamer. Ich auch, ich auch. Wobei, Super Nintendo, das war mein Einstieg. So, Return. Na endlich, endlich ist mal einer down. Na super, danke, dass du noch einen Skelettschergen beschwörst. Ich freue mich, mein Freund. Ich freue mich. Das ist der falsche. Der falsche Mist. Ihr kotzt mich an, Leute. Ihr kotzt mich langsam richtig an. Das gefällt mir absolut gar nicht. Gott sei Dank habe ich die noch. Einfach draufkloppen ohne Ende. Oh, Mist. So langsam wird's echt stressig mit euch, Leute. Oh Gott, endlich. Endlich. Silver Claymore. Ja, Mist, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich muss ganz dringend rasten. Ganz dringend. Piepst das bei dir im Spiel? Hat es gerade gepiepst bei euch? Also ich habe nichts gehört. Also bei mir piepsen manchmal ein bisschen, aber im Spiel hab dauernd so ein kleines Piep im Ohr und bei mir ist das nicht. Okay, Sascha, bei Juli ist es auch nicht. Ich glaube, bei dir piept, Sascha. Das ist jetzt strange. Ja, du lebst in einer anderen Welt. Das wissen wir sowieso. Das ist sowieso klar. Ich finde das aber sehr nice, dass die alle nicht durch können, weil sie einfach zu groß sind. Sie könnten sich ja bücken, aber irgendwie machen sie es nicht. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich unterstütze den Antrag. Erstmal einfach nur spammen. Ich hab deinen Tod ausgemacht. Du hast mich unsterblich gemacht. Du hast meinen Tod ausgemacht. Du hast meinen Ton ausgemacht und dann war's weg. Ja, super. Bei mir piept's anscheinend. Super. Und ich weiß es nicht mal. Das ist halt so das Problem, wenn's bei einem piepst, ne? Piepst es immer noch? Piepst es immer noch bei euch? Oder bei dir?
Das ist halt aber einfach der Nachteil. Wenn es bei dir piept, dann merkst du es ja nicht selbst, ne? Dann merken das nur die anderen. Oh Gott, stirb endlich, bitte. Wie viel halten die denn aus? Ach, na endlich. Wenn das kein Destruction Level Loop gibt, dann bin ich sehr enttäuscht. Jetzt ist weg. So, Leute, ihr könntet euch ja ducken, ne? Aber irgendwie habt ihr das noch nicht für euch entdeckt. Das Ducken ist nicht so euer Ding. Jetzt bück dich doch mal. Ihr wollt nicht das Bückstück sein, ich verstehe es. Aber es wäre in diesem Moment ein bisschen vorteilhaft. Okay. Nicht meine Schuld, nicht meine Schuld. Ich hab's ihnen gesagt. Ich hab's ihnen vorgeschlagen, sie wollten nicht. Sie haben sich stur gestellt. Nee, da ist noch einer. Ach, okay, mit dir komme ich klar. Ja, mit dir komme ich klar. Mit dir komme ich klar, sagt der Erik und kriegt einfach mal auf die Fresse. Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Yes! Ja, genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Ich hab drei Wünsche frei, doch zwei sind mir einerlei. Denn nur der dritte macht mich geil und ich sag, bück dich, Fee. Bück dich, Fee. Denn Wunsch ist Wunsch. Alter, was machst denn du da oben? Ja, dich habe ich jetzt gerade gesucht. Dich brauche ich jetzt. Dass du mir in den Rücken fällst. Okay, da liegt einer. Da liegt einer. Aufpassen jetzt. Und da oben ist so eine awesome Sheogorath-Statue. Aber ich glaube, die spuckt auch. Ich glaube, die spuckt auch. Wieso habe ich Brotkrümel im Haar? Ja, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum du hier piepen hörst. Ah, Alter! Holy shit! Ein verwitterter Brief. Ja, super, danke. Nix weg, Leute, nix weg. Es ist nicht sicher hier. That Booty. Sheogorath Booty. Nice. Sag mal, ist das dein Ernst? Was ist denn hier los? Wir haben jetzt in diesem Stream und in dem letzten Stream bestimmt 4 Festungen entdeckt. Und irgendwo braucht man da überall einen Schlüssel. Was ist da los? Was ist denn hier los? Ich weiß, ist mein Standardsatz, aber ganz ehrlich, was ist hier los? Raff ich nicht. Ah, kann ich dich da ausschalten? Naja, scheinbar nicht. Okay, dann gehe ich mal zurück. Hier war noch irgendein Abschnitt von der Festung. Das Motto des Lebens. Ja, was ist hier los? Es ist wirklich so. Jeden Tag auf der Arbeit. Jeden Tag im Leben. Was ist hier los? Das ist mein Motto. Okay. Ein toter... Ach, das wollte ich nicht mitnehmen. Ein Liebesbrief. Okay. Moment. Was haben wir jetzt aufgenommen? Was haben wir gerade aufgenommen? Mist. Okay, auf jeden Fall das hier. Ein Liebesbrief. Leuchte, Raybeam. Ich weiß, dass ihr nicht sehr aufgeregt seid wegen den Beschwörungen. Nee, Quatsch. Okay. Also ich weiß, dass ihr nicht sehr erfreut darüber seid, dass euer Großvater euch zu sich gerufen hat. Also habe ich mich entschieden, diesen Brief zu schreiben, da ich nicht in der Lage sein werde, euch zu sehen. Ah, euch am Morgen zu verabschieden. Okay, jetzt habe ich's. Ihr verliert es besser nicht. Ihr verliert ihn besser nicht, den Brief. Wann immer euch Blümeran zumute ist, checkt meine Übersetzung, bitte lest diesen Brief und denkt an mich. Besser noch, ich mache jetzt mal du, weil die sind ja in love.
Denkt an die Farbe. Okay, denkt an die Farbe des Anzugs, den ich euch den an. Alter, ist das schwierig formuliert. Also sie soll halt an die Farbe denken, wie er aussehen soll, wenn sie heiraten. Und ich werde mit Derbenin sprechen über die Zeremonie, wenn ich zurückkomme. Oh Gott, das ist sehr traurig. Und jetzt liegt er hier in den Fässern, abgeschlachtet. Derbenin macht sich zu viele Sorgen wegen der nicht erleuchteten Flamme. Ach, Ardensul, die Flamme, die wir erleuchtet haben, die wir angezündet haben. Alles, was zählt, ist unsere Liebe, oder nicht? Ardensul würde es definitiv so gutheißen, da bin ich mir sicher. Wenn du zurückkehrst, werde ich... musst du mir sagen, warum... Alter, ich will die ganze Zeit euer sagen. Wenn du zurückkehrst, musst du mir sagen, warum dein Großvater dich gerufen hat. Du hast irgendwas wegen einem Familienmausoleum gesagt, aber ich habe nicht verstanden, warum er dich dort braucht. Er sollte sich in solchen alten Ruinen nicht ganz alleine herumtreiben. Highcross ist doch in der Nähe. Er könnte so oft wie er möchte besuchen. Und es wäre auch angenehmer. Ihr solltet ihm das mal vorschlagen, während ihr dort seid. Und das ist alles, was ich schreiben möchte, meine Liebe. Ihr werdet bald zurück sein, dann können wir mehr reden, wenn ihr wieder da seid. Sheogorath möge euch leiten. Tja, das war wohl nix. Da liegt er. Oh Gott, was war denn jetzt das andere? Weathered Letter, ganz genau. Clanvater Malifant. Oh geil. Das ist der, den wir oben gefunden haben, dieser Waldelf. Seid ihr absolut sicher, dass wir solche extreme Vorkehrungen treffen müssen? Ich verstehe ja, dass ihr an den Sicherheitsbestimmungen eurer Großmutter... Ach nee, okay. Ich verstehe ja, dass ihr die Überreste eurer Großmutter beschützen wollt. Und in der Tat. Alle unserer eventuellen Ruheorte, falls sie auch sterben, gegen skrupellose Grabräuber. Aber ich zweifle doch daran, dass selbst die ruchlosesten Kreuzritter die Fallen, die ihr in den Mausoleum von Ebroka, okay, das hier ist das Mausoleum, alles klar, dass das irgendwer wagen wird, hier irgendwie, oder dass es irgendwer schaffen wird, ist sehr schwierig simultan zu übersetzen, Alter. Was ist los? Das Motto meines Lebens. Jeden Tag, wenn ich mit Menschen zu tun habe, definitiv. Übrigens noch Happy Valentine's Day, mein Seelenverwandter. Ganz viel Liebe an dich zurück, Sascha. Ich schreibe das und er findet einen Liebesbrief. Ja, Zufälle gibt's. Zu hart, echt. Es ist unglaublich. Es passt alles zusammen. Erstmal gegen das Mikrofon donnern, vor lauter Entzücken. Entschuldigung, so. Ich habe ein paar der Sketche gesehen. Ein paar der Zeichnungen, die euer Architekt gezeichnet hat, und es sieht so aus, als ob einige dieser Fallen ohne Sicherheitsmechanismus eingerichtet wurden. Welche Chance haben unsere zukünftigen Generationen, unsere Gräber zu besuchen, wenn sie uns durch so eine Pilgerreise ehren müssen? Falls sie uns mit einer Pilgerreise ehren. Ja, das ist natürlich sehr dumm. Wenn du Fallen einbaust, damit keine Grabräuber an dein Grab kommen, aber auch deine Verwandten nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und wieder, Clanvater. Ich glaube an eure Motive. Bla bla bla, ist jetzt alles nicht so sehr interessant. Ich will nur sicher gehen, dass ihr noch ein bisschen rational bleibt, wenn ihr Entscheidungen trefft, was die Konstruktion von Ebroka angeht. Ich hoffe, dieser Brief wird euch erreichen. Ja, das war dann auch nicht so. Okay, alles klar. Die haben halt hier wirklich, wir haben es am Anfang gesehen, Falltüren, Fallen überall. Wir sind mehrmals fast gestorben.
Fallgruben und allerlei solche Sachen. Und wie wir sehen, hat's die Erbauer halt auch erwischt. Ne? Die haben das so sicher gemacht, dass sie selbst darin gestorben sind. Das ist natürlich Ironie des Schicksals, würde ich mal sagen. Ja, das hier natürlich. Guckt euch das mal an. Es ist ja kein Wunder, dass sich das trifft. Da muss man ja sterben. Potion of Might. Kann ich das irgendwo abstellen? Das wäre nett. Gold ist immer sehr gern gesehen. Shit, hier ist kein... Oh, Mist. Oh, nein! Was machst du denn jetzt hier? Muss das sein? So. Oh Gott, ich bin gleich tot. Jetzt aber vorsichtig hier. Nein! Fuck! Oh nein, hopp. Wo habe ich abgespeichert? Wo habe ich abgespeichert? Ach, gleich hier. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche einen Schalter. Ich brauche einen Schalter, aber ich sehe keinen. Mist. Hier vielleicht. Oh nein. Doch nicht so ein Champion. Kein Champion. Noch ein Champion. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich könnte kotzen. Ich könnte so hart kotzen. Rückzug. Mist. Verdammte Fallen. Okay, ich brauche definitiv Heilung. Ganz, 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 ganz schnell. Wenn es irgendwie möglich wäre. Dankeschön. Das ist sehr nice. Ach, hier vielleicht. Nein, das ist für hier, oder? Ja, denke ich jetzt mal. Das war zu nah. Das war zu weit weg. Ah, Mist. Die Schleife vom Brief sieht aus wie ein Pfeil, der auf die Donations zeigt. Ist ja geil. Bitte Donation machen. Bitte, bitte. Wow, was war das denn? Alter. Geht's noch? Hallo? Wirft mich hier einfach durch die Luft. Ich glaube, es geht los. Also, das heiße ich nicht gut, mein Freund. Da muss ich dir gleich mal auf den Kopf hauen. Oh, endlich. Habt ihr das gesehen? Das war ja mal übelster Übergriff. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Die Nacht ist hereingebrochen. Wie zur Hölle machen wir diese Fallen aus? Das ist die Frage. Na, Mist, da komme ich nicht rein. Hier auch nicht? Ah, da vielleicht. Das Tor ist auf. Okay, das ist sehr gut. Naja, die Fallen kann man nicht ausmachen. Mist. So, weiter geht's. Weiter im Text. Oh, okay, wir haben es geschafft. Wo kommen wir raus? Das ist die Frage. So. Alles klar. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Hier. Ebroka. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ich hätte jetzt gehofft, dass wir noch irgendwo diesen Schlüssel finden. Da war ja diese eine Tür, wo wir den Schlüssel nicht gefunden haben. Sehr, sehr schade. Aber egal. Das ist das Ende. Cheese for everyone! Wow! Nicht dein Ernst! Oblivion hat befohlen! Lul! Dankeschön, Sascha! Oh mein Gott! Der Liebesbrief hat es dir befohlen, 3 Euro zu spenden. Dankeschön. Dankeschön, wirklich. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Das Einhorn sendet dir Grüße. Oh, du bist awesome. Vielen herzlichen Dank. Ah, ein grünender Abschluss. Ich werde das nächste Mal nochmal reingehen und gucken, ob ich irgendwo den Schlüssel finde. Es könnte sein, dass es irgendwo in diesen Fallgruben versteckt ist. Da haben wir nicht alle durchgemacht. Werde ich das nächste Mal nochmal machen. Okay, ja, das ist die Aurora. Die Aurora mit den goldenen Schlappen. Mein kleines Maskottchen. Tiere, Mann.
Ich liebe Kuscheltiers. Klingt aber goldig. Kuscheltiers ist der goldige Plural. Habe ich von der Little Mai bekommen, von meiner guten Freundin Denise. Nochmal Grüße gehen raus an die Denise. Oh, Sascha ist total entzückt. Sascha ist total entzückt. Entrückt. Bist du entrückt vor Entzückung? Alles klar, Leute. Ich würde mal sagen, wir droppen den Safe. Es war ein wunderbarer Abend. Richtig geile Leute im Chat. Richtig viele Follows. Was ist denn hier los? Und sogar Donations. Dankeschön. Was ist los? Das ist das Motto. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und jedes Mal, wenn ihr mich beglückt mit eurer Anwesenheit, mit eurem geilen Chat, mit euren lieben Nachrichten oder einfach dadurch, dass ihr da seid und zuschaut oder sogar was spendet. Ich meine, wie heiß ist das denn? Das ist für mich einfach der Moment, wo ich wirklich sage, was ist denn hier los? Denn das berührt mich echt im Herzen. War wieder ein super Stream. Cheese for everyone! Für... Willst du mich verarschen, Sascha? 5 Euro für Aurora. Mua, mua, mua. 1000 Küsse und Herzen an dich. Wirklich. Das gibt's ja nicht. Leute, alle mal eine Gruppenverneigung. Gruppenverneigung vor der Sascha. Los geht's. Wir sind nicht würdig. Wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Oh, oh mein Gott, du bist so lieb. War wieder ein super Stream. Danke, Erik. Danke auch an den Chat wieder. Ihr seid super. Schöner Valentinstag, gute Nacht euch. Ich liebe euch alle. Julis Spruch zum Abschluss. Ich liebe euch auch alle, Leute. Es ist nicht gelogen. Sascha, nochmal vielen herzlichen Dank. Alter, du kannst gar nicht glauben, wie wir das wertschätzen. Ich habe den geilsten Chat. Es ist einfach so. Ich bin so froh. Tschüss. Tschüss, Sascha. Tschüss, alle anderen. Schlaft gut. Kommt gut in die Woche. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start. Bleibt noch ganz kurz. Es wird noch kurz abgedanced zum Schluss, wie immer. Ganz kurz abdancen mit Sheogorath. Habe ich jetzt abgespeichert oder nicht? Ich glaube ja. So. Ja. Ja, Mann, ich bin dabei. So muss das sein. Alles klar, Leute. Dann schalte ich mal ab. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschalten. Es hat mich riesig gefreut. Es war mir ein Fest. Ihr seid die Besten. Danke, dass ihr da seid. Ihr bringt mich jeden Tag so zum Lachen. Ja, ich dance auch ab. Muss reichen für den Start, aber jetzt geht's ab. Hier kommt der Sheogorath. Wir sehen uns. Rock on. Schönen Abend, guten Start in die Woche. Ihr seid amazing. 1000 Küsse an euch. Bye, bye. Und es geht los. Es gibt ja Tote, die glauben. Ja, danke schön. Jetzt muss hier eine Werbung reinkommen. Willst du mich veräppeln? Das kannst du mir nicht antun. So. Dance mit dem Sheo. Woo! Hey. Hey. Sheogorath. Das Brot, wie geil. Walk in this bitch. I stay to me. Hey. All my saints rock that Gucci. Hey. Walk in this bitch. I stay to me. Hey. All my seducers rock that green. Hey. Money where I walk, money where I talk. Flexing my skirt off. Welcome to Gucci. Hey. I'm looking Gucci, yeah. Niggas looking goofy. I'm looking juicy, like I'm in a movie. Pop a bitch, nigga, like how skirt, skirt, skirt. Then I get the fuck out. Hey. That's some pretty freshly cash in bitch, like looking icy king. Walk in this bitch, I stay to me. Hey. All my saints rock that Gucci. Hey. Walk in this bitch, I stay to me. Hey. All my seducers rock that green. Hey. I stay to me. Hey. My
my saints. Rock that Gucci. Hey. I say, sue me. Hey. My seducers. Rock that green. Hey.